Komödienstabel. Ein Wort, das vielleicht nicht allen unseren Zuschauern gleich vertraut sein wird. Nun, die Komödie ist eine Art Theater. Und der Stabel, ja, das ist eigentlich ein Schuppen, eine Scheune. Vor ein paar Jahrhunderten sind im altbayerischen Land die Leute auf die Idee gekommen, in ihren Scheunen nicht nur das Heu aufzubewahren, sondern auch gelegentlich Theater zu spielen. Keine Klassiker freilich, sondern Stücke aus ihrer Welt. Der Komödienstadel hat sich dann mit der Zeit selbstständig gemacht. Das Heu ist ganz herausgekommen, sind also richtige Theater geworden, nur keine steinernen, sondern hölzerne. Die Komödie ist immer im Stadel geblieben. Den unsrigen hat natürlich ein Fernseharchitekt gebaut. Wir wollen ihn deshalb auch die Kameras nicht vorenthalten. Aber es gibt heutzutage noch viele solche Häuser in Altbayern. Zum Beispiel ist hier der Komödienstadel von Flinsbach am Inn. Dazu gehört ein rühmlicher Theaterverein, der auch schon 150 Jahre alt ist. Der Zuschauerraum ist doch richtig gemütlich. Der Glanz ländlichen Handwerks lugt aus jeder Ecke. Und die Bühne wirkt wie eine sehr gepflegte, sauber gehaltene Spielzeugschachtel, nicht wahr? Das ist Kiefersfelden. Wir haben die Aufnahmen im Winter gemacht. Und hier ist der berühmte Theaterstadel von dort. Über 300 Jahre hat ihn Kiefersfelden schon. Der bayerische Shakespeare, Schmalz hat er geheißen, hat so viele herrliche Ritterstücke für seine Leute, für diesen Stadel geschrieben, dass sich eine richtige Spieltradition eingestellt hat. Auch die Dekorationen werden immer noch nach den alten Vorlagen gemalt. Da müssen Sie sich jetzt leidenschaftliche Bauernburschen in gefährlichen Ritterrüstungen vorstellen und Schicksale mindestens zwischen Tod und Leben. Welch aufregender Theatervorhang. Wohin wir Sie eingeladen haben, dort sind Sie jetzt hoffentlich schon ein wenig zu Hause. Also bitte nehmen Sie Platz in unserem Komödienstadel von heute Abend. So wie bei seinen Geschwistern wird auch bei uns vor Beginn der Stücke und in den Zwischenakten aufgespielt, getanzt und gesungen. Und da das Letztere offenbar gerade bevorsteht, sind wir schon mittendrin. Hey, mach dein Fensterl auf, ich wart schon so lang drauf. Heut bleibt mein Fensterl zu, heut ist eine neue Ruhe. Dauernd busseln kannst du nicht, sonst kommst du aus dem Gleichgewicht. Heut bleibt mein Fenster zu, heut möchtst du mal deine Ruhe. Wart doch bis morgen, dann darfst du hinauf. Ich darf hinauf, darfst du hinauf. Ich geh. Na, du darfst hinauf. Na, wart doch bis morgen, dann mach ich dich auf. Mach mir das Fenster auf. Rio, 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 Rio. Der Hansi, der liebte die Froni so sehr. Er pfiff jeden Abend vorm Haus. Die Nachbarn, sie holten die Feuerwehr. Schnell rief ihm die Froni hinaus. Ja, du Hallodre, was willst du denn ein? Gestern bei der Zehnzi, heute kommst du wieder zu mir. Heut bleibt mein Fenster zu. Denn dauernd busseln kannst du nicht, sonst kommst du aus dem Gleichgewicht. Heut bleibt mein Fenster zu. Heut möchtst du mal deine Ruhe. Wart doch bis morgen, dann darfst du hinauf, darfst du hinauf. Steig mal heut auf. Na, wart's halt bis morgen, dann mach ich schon auf.
mach mir das Fenster auf. Rio, 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 eigentlich. Schau doch selber. Der zerbrochene Krug. Amtsrichter Hans Bauer, Staatsanwalt Steinberger, Verteidiger Steigberg, Kohlhofer Bayerl, Paula Brent, Franz Fröhlich, Lore Frisch, Schmidt Wildi, Karl Scheidler, Georg Hartl. Verstand, angehen wird's. Geht weiter. Ja, Angeklagter Kohlhofer, Sie haben also gehört, warum die Anklage wegen Körperverletzung gegen Sie erhoben wurde. Na, äußern Sie sich dazu? Ich bin vollkommen unschuldig. Das habe ich mir gedacht. Ja, jetzt schauen Sie es auch. Kohlhofer, wie erklären Sie denn dann die Aussage des Blasius Zirngiebel bei der Polizei? Einen Moment, ich wiederhole aus dem Protokoll. Hat mir plötzlich der Kohlhofer seinen Maßkrug auf den Schädel geschlagen, dass ich Sterne vor den Augen gesehen habe und umgefallen bin und von nichts mehr gewusst habe. Ist ganz hübsch, gell? Ja, ja, wie erklären Sie denn das? Da muss er geträumt haben. Wie bitte? Da muss er geträumt haben, der Blasi. Geträumt muss er haben, das von den Sternen. Ja. Eine noch dümmere Ausrede ist Ihnen nicht eingefallen, Kohlhofer. Nein. Struhe. Sie haben den Zirngiebel doch Ihren Maßkrug derart über den Schädel geschlagen, dass er in Trümmer ging davon, nicht? Der Zirngiebel. Geht um mir ja lachen. Ruhe. Stellen Sie sich nicht blöder an, als Sie sind, Kohlhofer. Sie wissen ganz genau, dass Sie den Maßkrug meinen, gell? Der war ja schon vorher kaputt. Was? Der war schon kaputt? Freilich. Bei der letzten Kirchweihe, da ist er zerbrochen. Aber die Veronika, die Wirtin, hat ihn wieder zusammengepappt. Aus lauter Geiz. Okay. Und hat gesagt, bis zur nächsten Rauferei, da hält er schon noch. So. Sie behaupten also allen Ernstes, der fragliche Krug sei schon vor diesem Zwischenfall beschädigt gewesen. Jawohl, bitteschön. Herr Vorsitzender, ich beantrage die Einvernahme der Wirtin Veronika Huber zu der Frage, ob sie den Krug des Anstoßes aus Scherben zusammengeklebt hatte. Ich protestiere, von Scherben hat nicht einmal der Angeklagte gesprochen. Außerdem ist dieses Detail unerheblich und somit dem Antrag des Herrn Verteidigers nicht stattzugeben. Herr Staatsanwalt, ich behalte mir vor, die Erheblichkeit eines Antrages selber zu beurteilen. Dieser hier erscheint mir wichtig genug. Gerichtsdiener, veranlassen Sie in der Kanzlei die Ladung der Veronika Huber als Zeugin. Ja, da brauche ich nichts veranlassen, Herr Amtsgerichtsrat. Die ist schon herin im Zuhörerraum. So? Ja, sie hat gesagt, sie möchte bei der Gaudi dabei sein. Aha. Hier. Ah, ja, Frau Huber. Ja, ich sehe Sie schon. Halten Sie sich bitte bereit für eine Aussage, gell? Ja, jawohl. Ja, eigentlich müssten Sie ja jetzt den Raum verlassen, aber naja, bleiben Sie ruhig sitzen, Sie kommen gleich dran. Also, Kohlhofer, ich wiederhole. Sie behaupten, der Maßkrug war schon vor diesem Schlag, den der Zirngiebel damit auf den Kopf erhielt, beschädigt. Wie bitte? Hin war ja nicht beschädigt. Ja, hin oder beschädigt, Sie haben doch jedenfalls draus getrunken, ne? Ja, zuerst schon. Zuerst, aha.
Und auf Zierngiebels Kopf ging er dann so in Scherben, dass er nicht mehr zu gebrauchen war. Hm? Ja, der Henkel allein ist mir noch in der Hand geblieben. Na bitte, das ist doch ein volles Geständnis. Von einem Geständnis kann hier wohl nicht die Rede sein, Herr Staatsanwalt. Sollte aber das Vokabularium des Herrn Staatsanwalts aber nicht... Aber meine Herren, gesparen Sie sich doch noch ein bisschen Pulver fürs Plädoyer auf. Ich bin doch bei der Vernehmung, ne? Wissen Sie was, Kohlhofer, jetzt erzählen Sie uns einmal die ganze Geschichte schön langsam so von Anfang an, ja? Was, dass ich sag? Sag ich zu meiner Rosina, Rosina sag ich, das Gereicherte war heute so scharf, dass ich einen bildsauberen Durst beieinander hab. Ich geh geschwind zum Wirten über, auf eine Maß. Ah ja, das kann ich mir recht gut vorstellen, aber so weit hätten Sie auch wieder nicht auszuholen brauchen. Ausgeholt habe ich überhaupt gar nicht. Ich habe mich hingesetzt und habe mir eine Maß Bier bestellt. Ja, haben sich eine Maß Bier bestellt. Mhm. Nur eine? Nur eine. Kohlhofer, wollen Sie allen Ernstes behaupten, an diesem Tag nur eine Maß Bier getrunken zu haben? Nein, nein. Getrunken habe ich schon mehr. Aber bestellt nur eine, gell? Ja. Jedes Mal haben wir nur eine bestellt. Herr Staatsanwalt, es dürfte doch wohl selbstverständlich sein, dass sich der Angeklagte eine zwei Maß Bier auf einmal bestellt hat, nicht? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich ist das durchaus gar nicht, Herr Amtsrichter. Ja, wieso denn nicht? Wenn zum Beispiel meine Rosina dabei ist, die hat einen solchen Zug, da bestelle ich jedes Mal zwei Maß auf einmal. Ja, das ist in so einem speziellen Fall sicher recht praktisch, aber das gehört nicht hierher. Also, Sie haben sich eine Maßbier bestellt, Kohlhofer, nicht? Mhm. Und diese Maßbier, die haben Sie getrunken. Mhm. Ja. Und dann haben Sie sich also noch einmal eine Maß bestellt, ne? Freilich, da kenne ich gar nichts. Schön. Und wie diese zweite Maß leer war, was war denn dann? Dann habe ich zum Friedolin gesagt. Einen Moment, wer ist denn der Friedolin? Friedolin, das ist der Hausl, der Hausherr von der... Veronika von der Wirtin. Ja, ich sehe schon. Hausknecht Friedolin Zach, gleichzeitig Schenkelner. Ja, weiter, bitte. Friedolin, habe ich gesagt. Oh, der Bazi. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Geh zu, sage ich, bring mir noch eine Maß. Ja, ist schön. Ja, das war also... Da geht's her. Ja, das war also jetzt Nummer 3, nicht? Und die haben sie auch getrunken, ne? Ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Natürlich. Herrschaft, lassen Sie sich doch nicht jedes Wort einzeln rausquetschen, Kohlhofer. Und dann? Und dann? Dann haben wir mal die vierte bestellt. Ah, brav. Ja, die haben es auch getrunken. Leider nicht mehr. Nee? Da ist dann der Krug zerbrochen. Na, endlich. So, jetzt erzählen Sie mal ganz schön und genau, wie das passiert ist. Also, dass ich sag, der Zierngiebe hat gerade trinken wollen. Ja? Ich hab auch gerade trinken wollen. Denke mal, stoßt mit ihm an, da hat eine sehr große Freude. Ja, sicher. Weiter? Ich sag, Prost, alter Freund, stoß an. Und schon war er hin. Der Glück. Was Sie nicht sagen, Kohlhofer. Da hat sich aber der Zirngübel gefreut, was? Jo. Ja. Dass der Krug auf seinem Kopf in Scherben ging. Schöne Freude, das, Kohlhofer. Ein neuer Krug hätte ja leicht ausgehalten, aber dieser zusammengepappt ist rein wie von selber auseinandergefallen. Also, durch einen Luftzug vielleicht, oder, Kohlhofer? Keine schlechte Idee. Ruhe! Gib Ihnen gleich eine Idee, Kohlhofer, ne? Bitte erklären Sie mir doch dann die Aussage des Zierngiebel, wonach er mit dem Krug einen derart heftigen Schlag auf den Kopf erhielt, dass er Sterne vor den Augen gesehen hat und unter den Tisch gefallen ist. Ja, da gibt's nur eins. Der ist vom Stuhl heruntergerutscht und direkt in die Scherben hineingefallen. Also direkt in die Scherben hineingefallen. Eine tolle Version, das. Bitte sehr. Laut Statistik der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beruhen 36% aller Unfälle auf Sturz in scharfe Gegenstände. Aber Herr Rechtsanwalt, das bezieht sich doch nicht auf Wirtshausraufereien. Es handelt sich hier nicht um eine Rauferei, sondern um einen Unfall. Was zu beweisen wäre. Meine Herren, also genau deswegen sind wir ja hier und tun unsere mühselige Arbeit, nicht wahr?
Wohlbekommt. Ja, unglaublich. Kohlhofer? Also jetzt weiter in Ihrer Geschichte. Was haben Sie denn da gemacht, wie der Zierengiebel bewusstlos unter den Tisch gelegen ist? Gestunken hat er mir. Was? Was hat er? Geraucht hat er ihm. Er meint, er war unwirsch. Verstehe. Ja, unwirsch war ich. Weil mir das teure Bier über den Anzug direkt hinabgelaufen ist. Das kann ich Ihnen schon nachfühlen, Goldhofer. Aber vielleicht können wir jetzt auch erfahren, was dann mit dem Zierengiebel weiter geschehen ist. Ja, die anderen haben wir dann aufgekommen und haben auf dem Stuhl hingesetzt. Mhm. Nicht wahr? Dann ist der Fridolin dahergekommen mit einem nassen Lappen von der Schenke und hat ihm das Gesicht abgewischt. Oh. Ja, sehr appetitlich. Da würde ich mich schönstens bedanken dafür. Na, bedankt hat er sich gar nicht. Weil er doch noch ganz damisch war. Was war er? Betäubt. Dankeschön, ja. Was haben denn Sie jetzt selber unternommen, Goldhofer? Nix, gegangen bin ich. So. Goldhofer, Sie sind einfach gegangen, was? Ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Da waren ja nur andere Leute. Und außerdem, wenn es in einer Wirtschaft einmal ungemütlich wird, gefällt es mir nicht. Da geh ich lieber. Das ist ein sensibler Mensch. Da geht er lieber, ja. Aber bevor Sie gegangen sind, Goldhofer, da werden Sie doch jedenfalls noch bezahlt haben, oder nicht? Nein, zahlt habe ich schon früher gehabt. Ich und der Zierengiebel. Ja, wieso denn das? Nachdem ich die vierte Maß bestellt habe, ja, hat die Veronika die Wirtin gesagt, zuerst wird bezahlt, dann könnt ihr euch meinetwegen die... Ja, raus damit. Weiter? Dann hat sie gesagt, dann könnt ihr euch... Hm? Das weiß ich jetzt nicht mehr, Herr Amtsrichter. Ah ja, also, vielleicht kann diese Lücke durch die Zeugin geschlossen werden. Frau Veronika Huber, bitte. Ja? Gericht Sie in der Auffassung, gell? Sie können sich wieder setzen, Goldhofer. Jawohl, bitteschön. Sie heißen Veronika Huber und betreiben die Gastwirtschaft zum Rössl im Bachberg? Stimmt, aber früher war ich... Ja, langsam. In München. Alles der Reihe nach, Frau Huber, nicht? Wann sind Sie geboren? Ich bin ein Stier. Ah! Ja, das ist ja außerordentlich interessant, aber wissen Sie das genaue Geburtsdatum? Das braucht man deswegen doch auch noch. Ich bin am 15. Mai 1928 in Bachberg geboren. 1950 habe ich geheiratet und 1954 bin ich schon wieder Witwe gewesen. Ja, mein Sepp hat sehr früh erwischt. Getroffen, meine ich. Hm. Ja, ich hätte leicht wieder heiraten können. Glaube ich Ihnen gerne. Aber als Wirtin muss man da sehr vorsichtig sein. Na, Sie wissen es doch selber, Herr Richter, die Mannsmänner, die Schlechten, die wollen doch nichts anderes als wir einfach. Ja, danke. Ja, ich kann mir es vorstellen. Bitte schön. Frau Zeugin, sind Sie mit dem Angeklagten Ignaz Goldhofer verwandt oder verschwägert? Na, da ist mir nichts bekannt. Mir ist auch nichts bekannt. Ruhe, Goldhofer, Sie sind nicht gefragt, gell? Mischen Sie sich nicht in Dinge ein, die Sie nichts angehen? So, das darf mich dann nichts angehen, wenn ich mit der Wirtin verwandt oder verschwägert wäre? Bitte schön. Ruhe! Zeugin Huber, Sie haben ja vorhin die Aussage des Goldhofer gehört. Jetzt sagen Sie uns einmal, was wissen Sie selber von der ganzen Geschichte? Ja, also an dem Tag, da habe ich schon in aller Früh in mein Büchlein reingeschaut. Mhm. Jahreshoroskop für Stiermenschen. Und was lese ich da? Ja, Moment, Frau Huber, das Gericht kann nur interessieren, was mit dem Fall unmittelbar zusammenhängt. Ne? Ja, das hängt ja damit zusammen. Warten Sie nur ab. Also, was lese ich da? Stiermenschen müssen heute im Umgang mit anderen Menschen besonders vorsichtig sein. Und dann ist auch tatsächlich den ganzen Tag nichts passiert. Oh. Ein haarsträubender Unsinn. Es ist nichts passiert, weil ich so aufgepasst habe. Das war sehr tüchtig von Ihnen, Frau Huber. Aber bitte weiter jetzt. Kommen Sie zur Sache. Ja, und abends ist dann der Zirngiebel kommen. Und trinkt sein Bier, gell? Mhm. Und dann ist der Goldhofer kommen. Er trinkt auch sein Bier? Ja. Woher wissen Sie denn das? Frau Huber, lassen Sie mich bitte fragen, gell? Also zunächst einmal, ist es zu einem Wortwechsel zwischen dem Goldhofer und dem Zierengiebel gekommen? What? Nein, ich meine, die werden doch geredet haben miteinander, nicht?
Grüß, ja. Ist Ihnen der Gesprächsgegenstand zwischen den beiden bekannt? Der Gegenstand war, glaube ich, eine Sau. Was, ein Schwein? Ja, von einer Sau haben sie geredet, die der Schlag getroffen haben soll oder sowas ähnliches. Herr Amtsgerichtsrat, soll die Sau ins Protokoll? Nein, lassen Sie mich herauslöschen. Das führt uns auch nicht weiter, das führt uns höchstens in den Saustall, ja. Frau Zeugin, erinnern Sie sich vielleicht, wie das war, wie der Gollhofer seine vierte Mast bestellt hat? Genau. Na schön. Sagen Sie mal, warum haben Sie denn das dabei sofort die Begleichung der Zeche verlangt? Das ist doch sonst nicht üblich. Was haben Sie da gesagt? Wie haben Sie das begründet? Ich weiß schon, wo Sie hinaus wollen, Herr Richter. Also, ich habe gesagt, zuerst wird einmal zahlt. Dann könnt ihr meinetwegen weitersaufen und euch die Schädel einschlagen. Na bitte, wenn das nicht genügt. Nein, das genügt nicht. Denn diese dumme Bemerkung der Wirtin beweist... Psst, Herr Rechtsanwalt, bitte, ja? Beweist keinesfalls, dass mein Mandant wirklich die Absicht hatte, jemand den Schädel einzuschlagen. Ja, nur, ob er wirklich die Absicht hatte und ob er es wirklich getan hat, das wollen wir ja gerade hier rausbringen. Ne? Nachdem es der Polizei leider nicht geglückt ist. Ja. Frau Huber, diese Äußerung haben Sie doch jedenfalls getan, weil Sie Tätlichkeiten befürchteten, ne? Nein, ich habe gar nichts befürchtet. So, befürchtet haben Sie nichts? Ja, ich wäre Ihnen aber sehr dankbar, wenn Sie mir erklären könnten, was dann das ganze Gerede und das vorzeitige Abkassieren für einen Sinn gehabt haben soll. Nein, das habe ich gemacht, weil ich ein Stier bin. Hm. Jetzt kommen immer mit was? Ja, weil darin im Horoskop gestanden ist, dass ich an dem Tag sehr vorsichtig sein soll, ja, nicht wahr? Deswegen habe ich abkassiert. Aber nicht nur bei denen zwei, sondern bei alle Gästen. Ja. Sehr aufschlussreich. Frau Zeugin, erinnern Sie sich vielleicht doch, ist es zu einem heftigen Wortwechsel gekommen? Hat es nach Streit ausgesehen? Nein, die waren ganz friedlich. Demnach hätte also der Zirngiebel die Verletzung erhalten, ohne dass irgendein Wort vorausgegangen wäre. Doch, ein Wort ist schon vorausgegangen. Ja? Welches, bitte? Der Gollhofer hat gesagt... Was? Was hat er gesagt? Prost! Alter Freund! Bitte schön. Prost, alter Freund, habe ich gesagt. Bitte schön. Das ist ja unglaublich. Und daraufhin hat er seinen Maßkrug geschwungen und hat ihn dem alten Freund über den Schädel geschlagen. Ne? Nein, angestoßen hat er. Angestoßen, dass der andere gleich bewusstlos unter den Tisch gefallen ist. Nein, vielleicht hat er den Zirngiebel bloß gestreift. Vielleicht. Was heißt vielleicht? Vielleicht nützt mir gar nichts, Zeugin. Können Sie sich denn in Ihrer Beobachtung getäuscht haben? Sie sind doch unmittelbar neben den beiden gestanden. Ich? Daneben gestanden? Ha, ja, nie. Wie das passiert ist, bin ich doch in der Küche draußen gewesen. Ach, Sie waren in der Küche? Sie haben selber gar nichts gesehen? Nein. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, sagen Sie mal, wie können Sie den ganzen Vorgang hier schildern, wenn Sie nichts gesehen haben? Nein, der Fridolin hat mir's erzählt. Das ist erzählt. Das wird immer besser. Gesehen haben Sie nichts. Doch, ja, schon. Ja. Was denn? Das Loch im Zirngiebel sein Kopf. Mhm. Danach. Uiuiui. Ja, meine Herren, ich glaube, die Zeugin, die hat für uns nicht viel Wert, nicht? Was? Ja, nein, das soll keine persönliche Geringschätzung ausdrücken, Zeugin, nicht wahr? Ja. Verzeihung, Herr Amtsgerichtsrat, die Frage des zusammengeklebten Kruges wäre noch offen. Ach so, ja, natürlich. Ich bin selber schon ganz blemblem von diesen dämlichen Aussagen hier. Ich komme vor wie in der Hilfsschule. Frau Huber, ich frage Sie jetzt ausdrücklich und ich bitte mir eine klare Antwort. Aus war der besagte Krug, um den es jetzt hier geht, schon früher zerbrochen und von Ihnen wieder zusammengeklebt worden? Ja, das stimmt. Aber mit Allesgitter war der wieder prima in Ordnung. Aha. Was zu beweisen war? Ja. Ja, das ist wenigstens etwas, nicht wahr? Dankeschön, das genügt vorläufig, Zeugin. Sie können sich wieder setzen. Nein, nicht wieder ins Publikum. Da auf die Zeugenbank bitte, ja? Dankeschön. So, jetzt brauche ich den Zeugen Fridolin Zach. Herr Gerichtsdiener. Ja. Sie habe ich gemeint. Den Zeugen Fridolin Zach brauche ich jetzt. Der Zeuge Fridolin Zach.
Ja, kommen Sie ein bisschen näher. Das ist weg da, ja. So. So, also Sie heißen Fridolin Zach. Sie sind geboren am 9. September 1901 in Bachberg, ja? Sind Sie verheiratet? Na, viel Teufel. Drücken Sie sich gefälligst ein bisschen anständiger aus, gell? Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nixon. Also nein. Nein. Waren Sie schon mal als Zeuge vor Gericht? Ja, das glaubst. Ich meine, das glauben Sie, Herr Amtsgerichtsrat. 30 Jahre in einer Gastwirtschaft, da machst du was mit. Also, dann brauche ich Sie auf die Bedeutung Ihrer Aussage und des eventuell späteren Eides nicht extra hinzuweisen, nicht? Mir nicht. Ich bin immun. Was ist das? Immun. Ich frage, was Sie sind. Ach so, ein Zwilling. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, ob das für unseren Fall von besonderer Bedeutung ist, dass Sie noch einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester haben. Na, horoskopisch. Die Veronika, die weiß Bescheid, gell? Ach so, ja, nein, danke schön. Ich weiß schon. Übrigens, das stimmt ja gar nicht. Sie sind ja gar kein Zwilling. Nach Ihrem Geburtstag am 9. September, da sind Sie ja eine Jungfrau. Was bin ich? Eine Jungfrau, ja, verrückt. Da müsst ihr auch was wissen. Nein, ich bin ein Zwilling. Weil die Veronika dabei sagt zu mir, Friedelin, sagst du, du bist ein Zwilling, weil einer allein gar nicht so blöd sein kann. Oh, ja. Ja, das hat ja nun allerdings wieder weniger mit der Astrologie zu tun. Ja, ja. Ihr Beruf? Hausbursch und Schankbursch im Rösel. Bursch, ja. Bursch. So, Sie waren also anwesend, wie der Gollhofer dem Zierengiebel einen Krug über den Kopf geschlagen haben soll. Ja. Na ja, fangen wir halt in Gottes Namen nochmal von vorn an. Sagen Sie mal, was für eine Unterhaltung ist denn da vorausgegangen? Es soll von einer Sau die Rede gewesen sein. Stimmt. Der Gollhofer hat gesagt, dass der Zierengiebel der Sau einen Stein auf den Schädel geschmissen hat. Ja, welcher Sau? Seiner Sau. Wem seiner Sau? Gollhofer, das nennt. Ah, so. Schreiber, jetzt kommt die Sau doch ins Protokoll, ja? Ist schon drin. In dem nämlich, dass die Sau durch ein Loch im Zaun im Zirngrim seinen Garten hat niederwollen. Sehr interessant. Hier dürfte das Motiv liegen. Mhm. Nein, die Sau ist gegen. Am Gollhofer sei Alte, also die Rosina, nicht, die hat's gesehen. Und die ist, wie es hingesaust ist, ist die Sau schon bewusstlos da gelegen. Aha, ja, weiter? So, weiter noch sie. Wahrscheinlich wieder langsam zu sich selber gekommen, die Sau, und ist wieder aufgestanden. Ohne Schaden? Ja, ein bisschen schwindelig wäre der schon gewesen sein, gell? So benommen, wie man sagt, nicht? Ja, ja, ja. Ja, das kannst du bei so einem Viech ja leider nicht konstatieren, ja, vielleicht, nicht? Hinter dem rechten Ohr hat es einen mordsgroßen Pinkel gehabt. Und 3 Tage hat es mir nichts mehr gefressen. Bitte schön. Ja, ja, das. Das dürfte allerdings auf eine leichte Unpässlichkeit schließen lassen, nicht? Es handelt sich hier wohl um eine reguläre Gehirnerschütterung. Jedenfalls weisen die Symptome dort. Ach, haben Sie auch Tiermedizin studiert, Herr Rechtsanwalt? Ich nicht, aber mein Bruder. Ah, drum. Ja. Ja, und darüber sind dann am Abend die beiden im Wirtshaus in Streit geraten, nicht? Na, die haben nicht gestritten. Nicht? Na, die haben bloß disputiert. Der Ziergewürz sagt, Nazi, glaube mir, hat er gesagt, ich hab den Stein bloß einem Ratzen nachschmeißen wollen, nicht? Was, einer Ratte? Sie sagen es, ja. Und da steckt akkurat ein neugieriges Sau ihren Rüssel durch den Zaun, nicht? Und da ist natürlich dieses Mal leer passiert. Die Verwechslung zwischen Schwein und Ratte dürfte ja wohl ganz unglaubwürdig sein. Ja, für einen brüderlichen Tiermediziner natürlich. Ja, dann weiter. Weit und dann sind sie ganz zufrieden gewesen, die zwei. Und nach einer Weile, da sagt der Gollhofer, Prost, alter Freund. Ja. Und hat angestessen. Und da muss er rein, muss er dann mit seinem Krug ausgerutscht sein, wie ein Hechtel. Ja, ich hab den Krug hingerumpelt, nicht? Ist schon gut. Und das hat er natürlich nicht ausgehalten, nicht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weder der Zierengiebel noch der Krug. Ah, jetzt passen Sie mal auf, Zach. Jetzt versuchen Sie mal ganz scharf nachzudenken. Ich meine, soweit Ihnen das möglich ist.
Könnte es nicht vielleicht doch so gewesen sein, dass der Gollhofer nicht so ganz aus Versehen, sondern vielleicht ein bisschen mit Absicht ausgerutscht ist? Hm? Können Sie sich an diesen Moment ganz genau erinnern? Na? Unmöglich, weil ich war in dem Moment drüben am Stammtisch und hab beim Kartenspielen zugeschaut. Was? Jetzt waren Sie auf einmal drüben beim Stammtisch? Ja, nicht auf einmal. Schon immer. Und das war noch hochinteressant, da? Der tappige Meier möchte mir einen Zehner auf die Sau schinken. Jetzt kommt das Fisch. Jetzt kommen Sie schon wieder mit der Sau da daher. Na, das ist ja diesmal ist ja die Herzsau. Hat der Orgel so eine zwei Schluss! Kühne? Jetzt, Schluss ist. Also jedenfalls haben Sie den Vorfall an dem Tisch vom Gollhofer und vom Zierengiebel nicht selber miterlebt. Na, na. Das sind Entlastungszeugen. Jedenfalls keine Belastungszeugen. Menschen, die nichts gesehen haben, gibt es in Bachberg wohl zu Hunderten, was? Jetzt frage ich mich nur, wieso der Zeuge eben so genau aussagen konnte. Na, wenn mir doch der Gollhofer am nächsten Tag ganz genau erzählt hat, wie es war, nicht? Was? Was, der Angeklagte? Ja. Na, und Sie? Sie selbst, Sie haben nichts gesehen. Ach. Ich habe was gesehen, wie der Zierngiebel unter den Tisch hineingefallen ist, nicht wahr? Da bin ich aufmerksam worden durch das Geräusch, durch den Rumpler. Ich bin dann gleich hin und dann gleich sein Gesicht, die Wunden im Gesicht versorgt. Ja, ja, das haben wir schon gehört, mit dem nassen Lappen aus der Schenke, nicht? Ja, Ehrensache. Jetzt, aus Hygienie, nicht wahr? Ja, ja, ja. Ich war stellvertretender Heilige Hilfe im Krieg. Im Fall einer Bewusstlosigkeit kommt es in erster Linie darauf an. Man nehme. Ja, danke, danke, das genügt. Nein, das genügt eben nicht. Man nehme ihm dein Krawattel und macht einmal Setzen Sie auf, sich das jetzt und dann kehrt er hinausgeführt in die frische Luft. Nicht. Das ist, habe ich gesagt. Das stinkt er ja. Das ist nicht zu fassen. Ja, Herr Rechtsanwalt, ich sehe da gerade Sie. Sie haben die Ehefrau des Angeklagten als Zeugin laden lassen, die war aber doch an dem besagten Abend gar nicht im Wirtshaus, sondern daheim. Was versprechen Sie sich von Ihrer Vernehmung? Herr Amtsgerichtsrat, die Ehefrau meines Mandanten ist zwar nicht Tatzeugin, sie hatte aber wenige Tage später eine Unterredung mit der Ehefrau des Zirngiebel, deren Inhalt, glaube ich, auch das Gericht interessieren wird. Na ja, bitte, von mir aus. Die Zeugin, wie heißt sie? Rosina Gollhofer. Herr Amtsgerichtsrat. Die Zeugin Rosina Gollhofer. Hier? Ja, Gollhoferin, komm rein. Bin schon da. Ja, also vor drei Tagen, gell? Ja, ja, ja. Tun Sie reinskuppern dann unter, Frau Gollhofer, gell? So, können wir jetzt? Ja. Okay. Schauen Sie, zuerst müssen wir mal Ihre Personalien überprüfen. Also, Sie heißen Rosina Gollhofer, Sie sind geboren am 26. März 1912 in Bachberg. Mhm. Ah, da sind Sie Witter, gell? Was bin ich? Ja, sowas Blödes. Ja. Als Ehefrau des Angeklagten werden Sie nicht vereidigt. Sie haben auch das Recht, die Aussage zu verweigern, wenn Sie die Befürchtung haben, dass Sie vielleicht durch Ihre Aussage Ihren Ehemann belasten könnten. Ah, den da? Nein, nein, ich sag alles, deswegen bin ich ja da. Na schön. Also vor drei Tagen, da habe ich Mari getroffen und da hat sie mir gesagt, Moment, Moment, wo ist denn die Mari? Ja, dem Zirngiebel die seinige. Maria Zirngiebel, die Ehefrau des Geschädigten. Ja, ja. Ja, danke schön. Wirklich gleich. Für ja, und da hat sie gesagt, dass das eine ganz saudumme Geschichte ist mit der Anzeige von ihrem Alten. Und dass das alles schon so viel bereien und wir sind doch immer die besten Nachbarn gewesen, hat sie gesagt. Und gerade jetzt tät sie der Zirngiebel so gern unseren zweiten Bulldog ausleihen, weil der seine in Reparatur ist und das viele Hei draußen liegt. Man überhaupt nicht weiß, wie lange noch das schöne Wetter braucht, nicht wahr? Und wie lange es noch dauert, hat sie gesagt. Und Sie täten schon wieder einmal recht machen. Ja, Mai, sag ich, Mari, sag ich. Ich glaub kaum, dass der Meinige ausgerechnet jetzt die Bulldog herleicht, gell? Weil er doch ganz unschuldig aufs Gericht muss, wegen der Anzeige vom Zirngiebel. Ja, Mai, sagt sie da. Aber das macht doch alles gar nichts. Und sie weiß schon, dass der Meinige ganz unschuldig ist, indem das ihm der Maskrug bloß ausgerutscht ist. Und das kann dann jedem mal passieren, nicht wahr? Und da kann ihm die Gerichtsherren in der Stadt gar nichts machen und deswegen kann er den Bulldog ruhig hergeben. Moment, Moment, Frau Gottmann. Hat's gesagt. Ja, jetzt zieh ich einmal die Bremse, gell? Ja. Das brauchen wir jetzt ganz genau. Also, ich wiederhole, wenn ich Sie recht verstanden habe.
Die Frau des Zirngiebel hat Ihnen gesagt, sie wüsste ganz genau, dass der Gollhofer unschuldig ist. Ja, freilich, freilich genauso. Ach, ich beantrage die Vernehmung der Zeugin so lange auszusetzen, bis der Zeuge Blasius Zirngiebel selbst ausgesagt hat. Ja, warum? Damit Sie sich ein bisschen ausschnaufen können, Frau Gollhofer. Gell? Dankeschön. Ja, diesem Antrag, Herr Staatsanwalt, wird selbstverständlich stattgegeben. Sie können sich setzen, Frau Gollhofer. Jawohl. Nehmen Sie da auf der Zeugenbank Platz, ja? Alter Depp. So, bitte den Zeugen Blasius Zirngiebel. Der Zeuge Blasius Zirngiebel, Dr. Brecht. So, auf den bin ich jetzt neugierig. Hier. Sie sind also der Herr Blasius Zirngiebel. Ja. Aha, ja. Ja, Sie sind verheiratet? Jawohl. Geboren am 4. November 1902 in Bachberg. Skorpion. Herr Rechtsanwalt, ich verbitte mir jeglichen Humor, gell? Sowas. Sie sind mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert? Nein, das nicht. Aber vielleicht befreundet, hä? Befreundet? Ja, da schon, bis zu dem, bis zu dem Moment, wo Sie den Maßkrug über den Schädel gekriegt haben. Das möchten Sie doch jetzt sagen, ne? Eigentlich möchte ich gar nichts sagen. Ja, Sie müssen aber alles sagen, was Sie wissen, Zirngiebel. Sie stehen vor Gericht, sind verpflichtet, die reine und lautere Wahrheit zu sagen. Also bitte, jetzt erzählen Sie uns einmal alles ganz offen, wie das war. Ja, mei, das ist dumm gegangen. Das glaube ich, ja. Er hat halt seinen Krug hergeschwungen und dann hat's kracht. Auf Ihrem Kopf, ja? Ja, jawohl. Na, endlich! Nicht endlich, auf einmal. Ich hab grad noch gedacht, auwe, jetzt ist er hin. Der Kopf? Nein, der Maßkrug. So, das war Ihr erster Gedanke? Nein, mein letzter. Ich hab ja auch gewiss nächste vier kennen. Sie, aha, köstlich, ja, das fehlt gerade noch, dass Sie der Schuldige wären, ne? Ja, die Veronika ist schon im Stand und schreibt mir den Krug noch auf. Den Zeus da. Pistruhe. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Zeuge. Jetzt möchte ich gern von Ihnen wissen, nachdem Sie diese Kopfverletzung bekommen haben, waren Sie da bettlägerig? Nein. Zuerst war ich unterm Tisch lägerig. Ja, natürlich, das klar, aber schauen Sie, dann hat man sie aufgehoben, hat sie auf den Stuhl gesetzt und hat sie versorgt. Nicht? Und dann hat man sie nach Hause gebracht. Ja. Und dann haben Sie aber doch das Bett hüten müssen. Nicht? Ja. Wie lang denn? Die ganze Nacht. Die ganze Nacht? Nächstfolgenden Tag nimmer? Ich bin immer bloß in der Nacht bettlägerig. Und dann habe ich in der Früh um 6 Uhr wieder aufs Feld müssen. Ja, Sie sind sicher ein fleißiger Mensch, ich glaube Ihnen. Ne? Herr Zirngiebel, passen Sie auf. Ihre Ehefrau soll geäußert haben, sie wüsste ganz genau, dass der Angeklagte unschuldig ist, weil ihm der Maßkrug nur ausgerutscht ist. Das stimmt natürlich nicht, gell? Doch, das stimmt schon. Was, das stimmt? Das stimmt schon, dass das meine Mari gesagt hat, weil sie ja die Rosina wegen dem Bulldog herleihen gefragt hat. Ach, dann hätte sie das wieder besseres Wissen gesagt. Wissen? Erzählen Sie mir, woher will Ihre Frau, die ja gar nicht im Wirtshaus war, überhaupt wissen, wie sich das alles zugetragen hat? Hä? Von mir? Was, von Ihnen? Zirngiebel, Sie haben bei Ihrer Anzeige wörtlich erklärt, hat mir der Gollhofer seinen Maßkrug derart über den Schädel geschlagen, dass ich Sterne vor den Augen gesehen habe und bewusstlos unter den Tisch gefallen bin. Das schon, aber da habe ich ja noch nicht gewusst, dass er bloß ausgerutscht ist. Ja, woher wissen Sie denn jetzt? Von der Veronika? Ich hab mir's zwei Tage danach erklärt. Man möchte aus der Haut fahren. So, die Veronika, die hat's Ihnen erklärt. Und die Veronika, die weiß es von dem Fridolin. Und der Fridolin, der weiß es vom Gollhofer. Und Ihre Frau weiß es von Ihnen. Und Sie wissen es von der Veronika. Und die Veronika, die weiß es von diesem Dings da, von dem... Hier! Wie heißen Sie? Fridolin! Halten Sie den Mund! Das ist ja der reinste Zirkus hier, das... Der reinste Zirkulus Viciosus ist das. Im Grund weiß ja überhaupt niemand, was ich meine. Was soll man denn da anfangen? Ich
Komm langsam zu der Anschauung, dass überhaupt gar nichts passiert ist. Mein Loch im Kopf ist jedenfalls nicht mehr da. Ruhe! Herr Staatsanwalt. Danke, ich verzichte. Ich danke Ihnen auch. Rechtsanwalt. Danke sehr, Herr Amtsgerichtsrat. Sie haben bereits für mich plädiert. So, dann lassen Sie mir Ihr Honorar überweisen. Das Gericht verkündet folgenden Beschluss. Ich hab recht, ja. Der Angeklagte Ignaz Kollhofer wird aus Mangel an Beweisen von der Anklage der Körperverletzung freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens gehen zu Lasten der Staatskasse. Die Verhandlung ist geschlossen. Gratuliere, Kollhofer. Die Staatskasse springt für Sie ein. Zahlt Ihnen die auch das Honorar, Herr Doktor? Nein, das nicht. Aber da brauchen Sie keine Sorgen zu machen. War ja ein ganz geringer Streitwert. Bauernschädel und Maskulpaldiere. Für gut, Herr Luke. Leist mir dann deinen Bulldog, Kollhofer. Ja, selbstverständlich. Dann ist wieder alles beim Alten, gell? Nimm's mir's nicht übel, Kollhofer, dass ich zuerst wirklich geglaubt hab, du hättest mir den Krug auf den Kopf gehauen wegen dem Steinwurf auf deine Sau. Ist alles vergessen. Gott sei Dank, dass man die Veronika noch rechtzeitig austauscht hat, dass gar keine Absicht von dir dabei war. Gott sei Dank. Ein Glück war es ja nur, dass du den zerbrochenen Krug erwischt hast. Einen ganzen hätte mein Kopf wahrscheinlich nicht so gut ausgehalten. Da war gar keine Gefahr vorhanden, Nachbar. Gleich wie ich ins Wirtshaus gekommen bin und hab dich sitzen gesehen, hab ich zum Friedolin gesagt, heute schenkst du mir diesen zerbrochenen Krug ein, den zusammengepackten. Ja, keinen anderen. Sonst gibt's ein Unglück. Jawohl.
Habe ich schon wieder vergessen, wie das nächste Stück heißt. Ja, Herrschaft, da steht's doch. Späte Entdeckung. Grundnerbauer Michel Lang, Bayerin Liesel Karlstadt, Toni Sohn, Wolf Petersen, Fifi Markt, Ruth Kappelsberger, Karl Huemer, Ulla Torp, Konstantin Delcroix, Karl Scheidler. So, und jetzt lass mich mal Ruhe, gell? Da, das kann der Postbote die Zeitung braucht, das muss ich gleich schauen, ob das drinsteht. Da. Was? Ja, das Inserat, wo ich habe reinsetzen lassen. Da ist es da schon da. Billig zu verkaufen. Fast neuwertig und preiswert. Ein Schlepper zu verkaufen, er ist bei Grundner, etc. etc. Ja, wieso fast neuwertig? Ich habe über 3 Mark für einen Lack ausgegeben, was glaubst du? Ich hab diesen ausrangierten Odelpanzer hab ich da so aufpoliert, dass man die Kotflügel als Rasierspiegel hernehmen kann. Oho. Hoffentlich merkt keiner, was für ein asthmatischer Dieselmops hinter dem Lack steht. Aber schau, die Kauflustigen werden doch von mir persönlich empfangen. Was rumpelt denn so im Stall draußen? Hast du vielleicht den Traktor laufen lassen? Na, die Gesobmaschinen laufen noch, die bin ich nicht abgestellt. Oh mein, diese Mannsbrüder. So, und das Geschirr vom Mittag ist immer noch nicht abgeräumt. Fifi, so eine faule Person. Die Männer schöne Augen machen, das kannst du, aber Geschirr abräumen kannst du nicht. Fifi! Ja, brennst denn? Ja, dein Gesicht brennt gleich. 2 Stunden nach dem Essen steht immer noch das Geschirr am Tisch. Ja, tatsächlich. Habe ich jetzt rein vergessen. Also, raus damit in die Küche. Aber Avanti, sonst wäre ich Granti. Avanti, sonst wäre ich Granti. Das brauchst du nicht werden, das bist du schon. Wallare. Eva? Ja, was willst du? Bist du allein? Nein. Ja, ist doch sonst keiner da? Doch, du. Aha. Mhm. Musstest du das Geschirr mit alle 2 hinhalten? Ja, freilich, sonst fällt es hinunter. Ausgezeichnet. Wienische Mahlzeit! Große Liebe, sehr schön. So, das also ist Hoff, wo hat gemalt Grieber. Sehr interessant. Hallo? Ist niemand? Hallo? Hallo? Wer bläht denn da? Ach, der Micht wegen. Der kommt wegen meinem Traktor. Grüß Gott, der Herr, bitte schön, nehmen Sie Platz. War Herr Grundner? Ja, bin ich. Kommen ich wegen die Maler. Maler? Nein, nein, nichts Maler, der ist noch prima. Ja, großartig, haben Sie es gelesen? Gelesen? Nein, in der Zeitung. Natürlich in Zeitung. Freund Gutes. Freund? Ja, manchmal können die Maschinen schon zum Freund werden. Wenn wir den Karren direkt vom Herzen losreißen müssen, da. Was denn jetzt Sie zahlen? Zahl? Ich? Natürlich. Für meine Freunde. Freund, ja. 20 Mark. 20 Mark? Sie spinnen ja. Das ist ja, das ist ein Spaß von Ihnen, was? Wenn's? Du Alter, im Stall draußen. Aber wer ist denn der? Frau Hausfrau, Bäuerin, ja. Sehr angenehm. Ibobowitsch Danilo. Ich möchte. Du, ich glaub, der möcht. Zeig's ihm halt. Ja, also bei uns ist da nicht zugesperrt. Mein Mann zeigt's Ihnen schon, gell? Nicht zugesperrt. Sie mir zeigen Raum. Oh, wundervoll. Ja, so wundervoll ist der Raum auch wieder nicht. Aber kommen Sie mit. Wo gewohnt hat Freund, meiniges. Malerfreund. Malerfreund? Ja, meint ja vielleicht unser Dings. Malergrieber, Freund, meiniges. Jetzt war ja dort.
Leute. Ja, der meint unseren früheren evakuierten Untermieter. Ja, den Kunstmaler Grieber. Ja, jemand denkt, er will meinen Traktor kaufen. Aber was geht denn uns auf der Spinner die Schwabinger an? Dort ist Freund meiniges, arme Maler Grieber. Bekommen habe ich letzte Brief, wo schreibt, liebes Freund Danilo, habe ich Kummer so sterb, weil habe Schulden bei Grundner. Schulden bei uns? Ah, ja, ja, natürlich, ja. Ja, der ist uns ja alles schuldig geblieben. Er schreibt weiter, biete Freund Salle bei Bauer Grundner meine Barschuld. Barschuld? Ja, ja, da waren wir aber in der Bar und da ist er mir schuldig geblieben. Ist mir Freundespflicht, hier ja, ja. 20 Mark. Ja, Moment einmal, das war nicht das Einzige. Den 20er hat ihm mein Mann gegeben, gell? Aber ich selber habe auch noch 10 Mark nachgeliefert für den Freund. Irges. Das nur 10? Noch 10 Mark? Ah, ja. Natürlich, ich mich erinnere. Bitte sehr. Geld, hier 10 ja. Mark. Dankeschön. Bitte schön. Oh. Jetzt, ich habe letzte Bitte. Wollen Sie noch was zahlen? Nein. Andenken. Ich bitte um Andenken von meinem Freund Grieber. Bild. L-Aquarellzeichnungen, was ist hier? Hat mir immer gesagt, Freund meiniges, was ich male, gehört dir, Freund deiniges. Sie haben noch Bild? Bilder von Grüber? Ja, da liegen noch alle Hand drum. Also, wenn sonst nichts ist, da dürfen Sie schon aufräumen in seiner Kammer. Nee, wir sind froh, wenn das Klump kalt wird. Ja. Ich lasse von meinem Sohn aufführen, gell's? Toni! Hallo, ja. Toni! Allein! Die Kammer ist seitdem unbewohnt, wissen Sie. Ja, ja. Ja, was gibt's denn? Toni, das ist der Herr Popovic, ein Freund vom Grüber selig. Jetzt gehst mit ihm in die Dachkammer auf und schaust, ob noch Bilder von Grüber da sind. Der Herr darf's mitnehmen, gell? So, ja, von mir aus. Komm jetzt mit. Ja. Das ist ja nicht Ding, dass wir durch den Grüber nur 30 Mark verdienen. Ja, wo er uns doch nie nicht schuldig war. Also nein, das verstehe ich nicht. Ja, wenn sie erst denkt, er will meinen Traktor kaufen, da war ich das ein Freund von Grüber. Ja, und zahlt dem seine Schulden. Die es gar nicht gibt. Ja, viel haben wir für nimmer gefunden. 3 aufgespannte Bilder und 5 so eingeröde. Ah, das tut uns leid. War mir große Freude, Ehre und Gewinn. Ja, ja, muss auch. Was war denn der? Bleib. Der war vorhin in der Kammer schon so komisch. Ein Geschrei hat der gemacht, wie der die Bilder gefunden hat. Heute ist ein richtiger Deppentag. Ja, naja, bei dem war ein Radl kaputt. Radl kaputt? Ja. Auf meine Xob-Maschine, die läuft ja immer noch. Ja, was? Vater vergisst halt wieder mal alles. Hoffentlich hast du von mir mehr geerbt als wie von deinem Vater. Sonst haben wir zwei Hans Wurst in der Familie. Meine Familie ist erst in Vorbereitung. Ja, da darf man ja nicht auslassen. Fifi! Fifi! Ja, was ist denn schon wieder? Dann geh mal her zu mir, ich muss dir was sagen. Ja? Und wenn du mir was sagen willst, dann muss ich schon springen, wie? Ja, selbstverständlich. Bin ich jetzt der Hoferbe und künftige Grundnerbauer oder nicht? Ja, ja, das bist du. Aber wisst ihr jetzt was von mir als Dirn oder als zukünftige Grundnerin? Hä? Dreimal darfst du raten. Na, na, red, solange du noch was zum Sagen hast. Du kaufst mir das Schneid nicht ab. Ja? Aber sag einmal, wann sagen wir es denn der Mutter? Ja. Wenn du wüsstest, dass du mich rausschmeißt, dann kannst du es ihr gleich sagen. Na, na, also dann lassen wir es noch ein bisschen bei dem jetzigen Zustand. Bei was für einem jetzigen Zustand? Na, bei dem da. Oh. Ui. Wer sind Sie? Ich, der Sohn von meinem Vater. Vater? Davon steht nichts drin. Wo ist der Grundnerbauer? Beim Gsotschnein. Beim was? Auwe. Beim Gsot. Bei der Häckselanfertigung. Ah, das ist sehr interessant. Ja, ja, den möchte ich sprechen. Na ja, dann hol ihn. Hol ihn? Ja, dann könnte ich ihn herbeiholen. Könnten Sie? Ja. Aha. Und warum tun Sie es nicht? Ja? Ach so, ja, ja. Nur nicht hetzen, gell? Nur nicht hetzen. Vater!
Vater! Ja, der hört nicht, weil die Sobmaschine läuft. Weil die Häckselmaschine so poltert. Vater! Ah, jetzt hat er es gehört, jetzt steht er ab. Kommt gleich, setzen Sie noch hin dabei. Der Vater hat ihn mit dem Reden im Stehen. Wie Sie meinen. Na, was gibt's denn? Dieter will was von dir. Lesen Sie? Keine Ahnung, irgend so eine zusammenzupfte Stadthenne. Oh, Stadthenne? Schau, das hat's verstanden. Aber sonst musst du Hochdeutsch mit dir schnabbeln, sonst kommst du nicht mit. Ich geh dabei in den Stall. Ja. Guten Tag. Tag, ja. Was töten Sie wünschen, bitte? Schauen Sie mal, Sie stehen hier in der Zeitung, nicht? Hier in der Zeitung? Ach so, ja, ja, wegen dem Traktor, wegen dem Schlepper, freilich, ja, ja. Ja, das hätten Sie gleich sagen müssen. Wir denken schon bei einer Frau an einen Bulldoggens. Obwohl, bei Ihnen haben Sie auch Gründe. Gründe? Ja. Na, versteht sich. Ja. Also nun, erzählen Sie mal alles und verschweigen Sie nichts. Nun, da alles entdeckt ist, stehen Sie natürlich im Licht der Öffentlichkeit und haben die Pflicht, das breite Publikum von allem zu unterrichten. Klar, hä? Der Grammer wieder nicht ins Maul gehalten, wie den Lack gekauft hat. Hallo, Männeke, nicht murmeln. Reden Sie. Ja, was soll ich da viel reden? Ich habe ihn halt ein bisschen aufpoliert, nicht? Aufpoliert? Soll das heißen, dass nicht alles stimmt, was hier in der Zeitung steht? Wir machten seine Sache schon schlechter, nicht? Aber das dürfen Sie glauben, Sie laufen du da noch prima, wirklich. Laufen? Wieso denn? Ich denke, der ist schon gestorben. Das weiß sie auch schon wieder. Ja, einmal ist er gestorben, ja. In der Garage, nicht wahr? Beim Leerlauf, aber da haben wir ihn schon wieder auf Trab gebracht. Das ist ja entsetzlich. Was? In der Garage muss der hausen? Na, Sie sind ja ein niedlicher Unmensch. Da hätte ich den vielleicht ins Zimmer reinfahren sollen, den stinkenden Mistveteran. Mistveteran? Na ja, jetzt muss ich doch alles wissen, brauche ich sein Alter doch nicht mehr verheimlichen. Ja, da kann ich ja direkt nicht mehr schreiben. Was? Da sträubt sich mir ja direkt die Feder. Sie elender Materialist, wissen Sie überhaupt, von wem Sie reden? Ja, von meinem Schlepper halt. Im Feld draußen war er sowieso nichts mehr wert. Schlepper! Und auf dem Feld hat er ihn für vulgäre Arbeit missbraucht. Oh! Sie ist jetzt mal aber allmählich zu dumm, was hätte ich dem machen sollen? Wenn er mich geben hätte, hätte ich ja am Knolken, nicht? Das ist ja grauenhaft, Sie Mörder, Sie! Sie wärst der Frechter, Herrin, sonst könnt ihr von mir was erleben, denn? Oh, was ist denn das für ein Geschrei, doch? Wer sind Sie denn? Ich? Ja, die Bäuerin heute. Halt. So, sehr interessant. Von Ihnen steht hier zu lesen. Moment mal, ja, da ist mir. Es. Die Gründerin ist ein dralles Weib. Ja. Dem Barocken mehr zugetan als gotischer Linienführung. Das stimmt. Dass die Dienstboten und den Bauern kurz hält. Das stimmt auch. Es sei doch düster. Und in ihrem Geiz eigentlich schon goldene Berge angehäuft haben müsste. Was ist, steht da in der Zeitung? Ja, das habe aber ich nicht einsetzen lassen. Ich hab nur angegeben, fast neuwertig und preiswert. Ja, und das schrieb, merkt euch mal, euer stickender Mistveteran, euer Schlepper. Wer hat das geschrieben? Der Gesetz. Der hat ja einen Knopf im Hirn. Na? Du, Vater, da ist ein Herr draußen aus München, der dich sprechen möchte. Mich? Ja. Aus München? Der ist gleich beim Steuer reingekommen. Ach ja, der wird wegen dem Traktor da sein. Ja, du, tu den Herrn draußen ein bisschen aufhalten. Ich muss erst schauen, dass ich die Mistamsel dann ausbringe. Moment mal, Herr, was verstehen Sie unter Mistamsel? Hab ich nicht gesagt. Das haben Sie falsch verstanden. Ich hab gesagt, Miss Mamsell. Grüß Gott. Grüß Gott, der Herr. Grüß Gott. Will man sehen, das ist mein Name. Ja, freut mich. Herr Grundner, nicht wahr? Bin ich, jawohl. Ich beziehe mich auf die Zeitungsnachricht. Aha, ja, Dingen. Ja. Ja. Schönes Wetter haben wir heute, gell? Ja. Die geht nicht. Wer geht nicht? Ich meine, die Sonne geht mittags nicht auf, die geht ja, unter früh ja. auf und auf Nacht geht's dann aber schon unter, gell? Störig! Ja, Sie nicht, aber die. Ach, meine lustige Reisebekanntschaft, das ist aber reizend, dass wir uns hier wieder treffen. Sie charmanter Knochen. Ja. Sie kennen den Knochen? Ja, die Dame? Von der Bahn her.
Ja? Sie, Herr Grundner, möchte Sie was bitten. Zeigen Sie mir Verschiedenes in Ihrem Anwesen, was mich interessiert. Ja, bitte, ja? Gehen wir gleich da raus. Gehen wir gleich. Recht, ja. Auf Wiederschauen. Da steht der Traktor draußen gleich, wenn Sie es rechts rübergehen. Ja, Moment, das. Jawohl. So, jetzt sind wir unter uns. Unter was? Unter uns Frauen. Ja, um Gottes Willen. Toni! Ja. Sie, zu Ihrem Geschlecht zähle ich mich nicht, verstanden? Ne? Toni! Ja, was gibt's denn? Zeigt ja da, wo der Zimmermann das Loch gemacht hat. Gegen die bin ich ja ein schwaches Weib. Du bist der Mannsputz, schmeißen Nase. Tut mir leid, Fräulein. Man soll gehorsam sein gegenüber den Eltern. Ich muss... Mach da nichts, Kneblein, ich bin gut versichert. So, also ging das freiwillig? Naja, ja, sowieso. Aber nicht bevor Sie mir eine Frage beantwortet haben. Kennen Sie eine gewisse Fefi? Ja, freilich. Ja, dann können Sie mir ja auch sagen, ob nach Ihrer Meinung das stimmt, was hier drin in der Zeitung steht. Auf diesem Allerkunst Apoldenhof gab es eine hübsche Magd mit dem ländlichen Namen Fefi. Dieses bezaubernde blonde Kind des Volkes wurde dem Maler Grüber das, was Leibel seine Monika und Picasso seine Alexandra war. Modell und Mutter, Gestaltete und Geliebte zugleich. Was? Der Fefe und der Grüber? Seine Geliebte? Die falsche Katz, die Heiratsschwindlerin. Oh, die, ohne der Wiesch, der Dreiergurgelium. Ach, was soll's denn? Du tust mir rüber, ich bin doch nicht die Fefe. Es ist mir wurscht, ich bin im Stand und bringe jedes Weibsbild um. Wo ist denn diese Geliebte, dieses Mollenmatschackerl? Das ist doch kein Bauernhof. Das ist eine Klapsmühle. Jetzt bringe ich das heute zum dritten Mal durcheinander. Sie sind ja auch wegen dem Maler Grüber da und nicht wegen meinem Traktor. Schließlich und endlich bin ich ja Kunsthändler, ne? Ja. Was bedeutet schon ein alter Traktor gegen die Gemälde eines modernen Malergenies? Ja, wir haben ja schön aufpoliert. Ganz Gott, der Toni, das lange Elend, jetzt wirklich nassgeschmissen. Was, die Reporterin haben es rausgeworfen? Reporterin? Natürlich, die kommt von der Kunstzeitschrift Pallas Athene. Okay. Die sollte über den letzten Wirkungsort des berühmten Malers Grüber berichten. Berühmten? Ja, seit wann ist denn der berühmt? Ja, leider wie so oft. Erst seit er tot ist. Ja. Da schauen Sie mal her. Zeitungsartikel, aufsehenderregende in München. Ja, ja, das ist ja das gleiche Blatt, ja, was uns das Fräulein immer vor die Nasen gehalten hat. Ja, selbstverständlich, ja, ja, ja. Sie bezog sich auf den Artikel mit Grübers Tagebuch und Briefauszügen. Da lesen Sie mal. Vor Schwindler wird gewarnt. Okay. Na, da. Ah, die ist da. Späte Entdeckung. Ja, allerdings sehr spät. Kürzlich haben wir eine Ausstellung gemacht mit Grübers Bildern. Das war die Kunstsensation der Saison. Na. Seitdem gingen die Bilder weg wie die warmen Semmel. Ja, da schauen Sie mal, man überstürzt sich in Superlativen. Was für Suppen? Da schauen Sie her, der echte Erneuerer Grüber, gegenständlich und doch modern. Oder da, König des Neo-Impressionismus. Neonlicht hat er auch gehabt. Unser armer Grüber, der mal ein Stück Leinwand nach dem anderen mit Farb angeschmiert hat. Ja, und wegen diesen Leinwand mit Farb angeschmiert komme ich zu Ihnen. Ja? Ich biete Ihnen für jedes Stück 3000 Mark. Wie höre ich? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich zahle für jedes Grüberbild 3000 Mark. Und da sitzt du noch da? Ja, rauf! Rauf auf die Kamera, da runter mit den Bildern von drüber. Es ist ja bares Geld. Ja, Sepp, da war doch der Dings da, der Freund Seiniges und hat ausgeräumt. Ach, der Popo-Dings, ja, der hat ja 8 Stück mitgenommen. Das macht ja 24.000 Mark. Sepp, ich dir... Ja, das nützt mir nichts, der Kerl muss her. Das ist ja... Toni! Das ist ein Betrüger, ein Gauner. Toni, Fefi, alles rein! Uns wird ja bloß noch geschrien, was ist denn schon wieder los? Toni, die Bilder müssen zurück. Was denn für Bilder? Jetzt fragt er wieder, was für Bilder? Die, was du dem Gauner mitgegeben hast, du Hans Wurst. So, jetzt war wieder Hans Wurst. Jetzt langsam, aber langsam. Bin ich vom Grüber, was hier noch sich geruht? Wer den ausgeschauten Bilder entführen? Rot? Nein. Klein, dunkel, ein Ausländer, halt ein Maroni-Brater oder ein Balkanist. Na, wer kennt sie denn da schon aus? Also, ein kleiner Stops war es heute so. Ja. Mit einem hellgrauen Anzug, ein schwarzes Hemd und eine gelbe Krawatte und keinen Kopf. Doch. Einen Kopf hat er schon gehabt. Ja, ich meine, nichts auf dem Kopf, nicht? Ja, aber drin hat er was gehabt, im Gegensatz zu dir. Ja, du gehst jetzt sofort am Bahnhof runter, sagst dem Vorstand, er soll
sämtliche Züge aufhalten. Zug aufhalten. Oder halt mit. Pass auf, gehst am besten zur Polizeistation. Sag, sie sollen sofort alle Wege abriegeln und diesen Schlawiner verhaften. Verhaften? Es soll halt mal mit. Komm her. Geh gleich zum Esner, der soll Sturm leiten. Sturm leiten. Halt mal mit, halt mal. Ich meine, pass auf. Ja, jetzt erst zum Feuerwehrkommandanten, der soll sofort Alarm blasen und ausrücken lassen. Oder halt mal mit, komm mal mit. Der lauft ja mal weg. Komm her, komm. Ach, die Schützen sollen auch ausschwärmen, verstehst? Aber nicht schießen, weil er ja Bilder dabei hat, nicht? Ja, ja. Also, man weiß es nicht. Schreist der doch gleich wieder heute. Halt. Siehst du, die Sturheit, die macht mir für nichts. Jetzt kriege ich wieder eine Herzinfektion. Oh, das will ja. Sepp, komm, sitz nieder. Ja, Sepp. Also. Ja, Sepp. Also, was soll ich jetzt erst hier rein? Nirgends, den Ausländer, den sie da beschrieben hat, den habe ich gesehen, wie ich gekommen bin, ist der in ein Auto eingestiegen, ist der Funk gefahren wie der Teufel. Den holt weder die Feuerwehr noch die Polizei ein. Ist das? Die hängen mich auf. Geht's los, Ding. Und außerdem nach Ihrer Schilderung haben Sie ja dem Mann die Bilder rechtmäßig geschenkt und haben somit gar keinen Anspruch mehr darauf. Schenke 24.000 ja. Mark. Ja. Da gibt's ja großes Rindviech wie ich bin. Nein. Naja, aber vielleicht findet sich doch noch was. Meinst du, Grüber hat nur die 8 Bilder hinterlassen? Du, wir müssen halt noch mal ganz gründlich nachschauen, gell? Ja, Alte. Du bist der Gescheiter, wie du ausschaust. Okay. Ja, natürlich, da muss irgendwo. Du gehst sofort nach in die Kammer vom Grüber, schaust alle Kästen und Schubladen nach, ja, du gehst in die Küche und ins Schlafzimmer und ich mach die Recherchen da erinnert, nicht wahr? Ja. Da hat er nämlich auch hier und da was reingelegt, wissen Sie? Ja? Ja, ja, wenn er da gerade. Da schauen Sie her. Da schauen Sie her. Das ist schon eine Zeichnung von Grüber. Ja, wissen Sie, Gründer, diese Farbstiftzeichnung verrät zwar viel Eifer ja. und auch einiges Talent, okay. aber der Urheber ist ohne alle Frage ein Kind. Na ja, vielleicht ist ein Jugendwerk von ihm, dann ist er noch wertvoller. Nein. Nicht? Das kann ich. Nein. Sie glauben nicht? Nein. Dann muss der Peterl vom Nachbarn zusammengeschmiert haben. Der malt nämlich auch hier und da bei uns. Ja, sehr begabt, der Peterl, aber ja. er ist halt noch kein Grüber. Ist noch kein Grüber. Nein. Ich hab was. Ja? Ich hab was. Das ist ja so eine spinnerte Malerei. Schau. Moment. Mir fällt jetzt was ein. Mir fällt jetzt was ein. Das ist aber seine 3000 wert, Gens. Sie, Frau Grund, wir wollen uns nicht gegenseitig zum Narren halten. Das ist ja der Tuch, an dem der Maler die Finger und die Pinsel hingeschmiert hat, sonst nichts. So. Ja, aber die neumodischen Bilder schauen doch auch nicht anders aus. Aber die Bilder. Das ist ein echter Grüber. Das ist ja, ein echter. Wirklich? Ja. Wenn er nicht völlig zerstört wäre, der wäre sogar was? Sehr wertvoller, wäre er mit Löchern übersät. Oh. Kann man das nicht betiteln, das Sieb? Okay. Ja, ist jetzt wegen die Löcher nichts mehr wert. Da kriegt man nicht einmal einen Mark dafür. Okay, warum hast du Sepp? Warum hast du denn ausgerechnet das Bild da als Schützenschein hier nehmen müssen? Ja, weil sich da die aufgehende Sonne so schön als Zwölfer geeignet hat, nicht? Gibt's jetzt sowas? Geh nur rein und versteh deine Schande, du Potifar, du! Geh, Toni! Was zählst denn die Fee für rum, wenn wir Bilder suchen? Sie ist ja selber sein Bild gewesen. Ein Grüber sei Gspusi. Ja, so hat sie sich hingestellt und er hat's noch abgemalt, ganz, ganz nackert. Ist ja gar nicht wahr. Nein, nicht. Steht bloß in der Zeitung drin. Geliebte steht drin. Ja, und Mutter steht drin. Und was tut der Mutter? Die tut waschen, kochen und putzen und alles zusammenhalten. Und das hab ich für den Grüber gemacht. Weil er nämlich sonst bei euch verkommen und verhungert wäre, bei euch Geiz kriegen. Oh, dem wäre frech. Gegen das Mutterspiel habe ich ja nichts, aber gegen die Geliebte. Und überhaupt, wie kann er sich denn eine ehr- und tugendsame Jungfrau so malen lassen? Ja, so habe ich mich doch gar nicht malen lassen, sondern in der Küche draußen beim Kartoffelschälen. Und ohne Montur waren da nur die Kartoffeln. Ja, wer es glaubt, wäre zählig. Dann schaut er doch das Bild an, ich habe es oben in meiner Kammer. Was? Sie haben ein Bild vom Gröber? Ja, warum? Für eine 3000 Mark. Ja, ich hab schon noch mehrere. Ich hab eine ganze Schubladen davon aufgekommen. Was, das ist ja ein unglaublicher Glücksfall. Na, geh doch gleich auf, willst du gleich runter? Hol die Bühne schnell runter, geh weiter, komm, genau. Ja, wie kann man sich nur so auf? Du ist ja schon. Heute jetzt werde ich wahnsinnig. Ja. Weißt du, was ich jetzt mach? Ja, was denn? Jetzt geh wieder eine Zwickerbussel. Ich möchte bloß wissen, was Eiger so gefreut. Für jedes Bild zahlt uns der Herr da 3000 Mark. Der Grüber ist als Toter noch berühmt worden, verstehst? Aha, ja, das verstehe ich schon. Ja,
Kind, jetzt kommt schon. Ui, der Haufen. Ui, jetzt kommt gewaltig, gewaltig. Ja, kommt. Ja, ja. Da kommt die Spresse, wollen wir das sehen. Den, was Vorsicht, den? Vorsicht, bitte nicht Reis. Ui, komm. Nicht Reis. Es sind 3.000, es sind 6.000, 9.000. Bitte tun Sie die Finger weg. 12.000, 15.000. Sie machen ja die Sachen kaputt. Ja, 18.000. Aber geh her, Grundner. 21. Herr Grundner, bitteschön. Diese ungerahmten Bilder sind ja irrsinnig empfindlich. Ja, ja, das ist. Jetzt wollen wir es doch einmal in Ruhe anschauen. Nein, die Ruhe macht mich jetzt nervös. Das ist da schauen Sie her. Hä? Wunderbar, großartig. Wie? Wald im Herbst, würde ich dazu sagen. Ja, Sie. Jetzt einmal ja anders. Da schauen Sie her, wie aufgelöst, ohne alle Erdenschwere. Das bin ich. Mit den Kartoffeln. Ja, Kartoffeln, die kennt man schon. Freund Fefi, ja? Ich mach Ihnen einen Vorschlag. Ja? Für die ganzen Bilder, wie es da liegen, biete ich Ihnen 25.000 Mark. Was? Mensch. Darf ich einen kleinen Scheck rausschreiben? Ja. Haben Sie es nicht im Bar? Nein. Na gut, dann schreiben Sie einen Scheck raus, aber bitte an die richtige Adresse, gell? Ja. Nein, der Hof gehört mir. Ja. Und die Bilder sind auf meinem Hof gemahlen. Verstehen Sie? Die Fee ist ja nur die Dienstmagd, nicht? Folgedessen gehören die Bilder mir. Halt. Ja, mir hat das Geschenk der Gröber. Mir. Ja, wer hat denn für ihn gesorgt die ganze Zeit, wie er krank war? Mir vielleicht nicht. Nein. Habe ich nicht einmal gefragt, wie es ihm geht. Ich hab alles für ihn gemacht. Und er hat einmal zu mir gesagt, Fefe hat er gesagt, ich hab nicht mehr viel, außer meine Bilder, vielleicht sind sie mal was wert. Und wenn nicht, dann sind sie eine schöne Erinnerung, hat er gesagt. Dann nimm dir's, hat er gesagt. Und jetzt möchtest du die 25.000 Mark kassieren? Ja, freilich kassiert sie's. Du hast ja unsere Bilder um 30 Mark hergeben. Vor lauter Profitgier. Sepp, bleib ehrlich, die Bilder kehren jetzt einmal der Fefi. Ja, aber das Geld gehört uns. Ein Schmarrn. Also, Freund Fefi, einverstanden mit den 25.000 Mark? Einverstanden. Gut, den Kaufvertrag schicke ich Ihnen dazu. Ja. Darf ich Sie bitten, darf ich die Bilder gleich mitnehmen? Ja, nehmen Sie es nur gerade mit. Dankeschön. So. Meine Herrschaften, ich empfehle mich. Jawohl. Bitte schauen. Bitte schauen. Ja, sowas. Jetzt habe ich auf einmal 25.000 Mark. Jetzt bin ich direkt der Partie, gell? Ja, wo ist er denn? Wer? Der Scheck? Ja. Der hat den doch da hergelegt gehabt. Ui, den hat er wieder mitgenommen. Das ist ein Schwindler. Das war jetzt gibt's doch nicht. Ich hab doch gesehen, er hat die Bilder genommen. Den Scheck. Der ist da hineingeflattert. Mein Fefi, geht bitte schon, ich hab meinen Hut vergessen. Ich danke Ihnen schön. Es war mir eine Freude und ein Gewinn. Das habe ich heute schon mal gehört. Leben Sie wohl. Für Gott, Herr. Leben Sie wohl, sagt er. Ich könnte mich aufhängen. Okay, fällt jetzt nichts drüber sein. Gerade jetzt, vor der Hochzeit. Warum will er heiraten? Na, pfeifen Sie doch schon die Spatzen vom Dach, dass unser Feferl, unser liebst bravs Feferl, einen Toni gern sieht, gell? Ja, Alter, da bleiben die 25.000 Mark in der Familie. Denk lautlos, wenn du schon ausnahmsweise mal denkst. Ja, Herrschaft Toni, wo stehst du denn rum wie ein Hackstuhl? Kümmere dich doch um die Braut. Ich weiß doch gar nicht, ob's mich überhaupt noch mag. Dann frag's, marsch! Fefi? Ja, Toni. Magst du mich noch? Ah, meinst du, weil du vorhin so abscheulich warst, gell? Ach, geh, schau, das war doch nur aus Eifersucht. Ah, du Gispel, du. Nicht! Vater und Mutter sind doch herin. Jetzt wissen Sie es doch sowieso schon. Ja, was sehen Sie? Nein! So eine Überraschung! Okay, ja. Komm, Sepp, du bist doch auch überrascht. Ich? Ja! Ja, wer hätte das gedenkt? Ist euch jetzt recht? Naja, man wird doch so einem jungen Glück nicht im Weg stehen. Ja, eben, gell, jetzt bring ja was mit. Ja. Da, Toni, nimm den Scheck. Halt, nicht doch. Nur nicht das Heiratsgut zu früh abliefern. Ja, da muss ja eine Schwiegermutter auf Schwiegertöchter schon aufpassen, gell? Oh, Toni, die Mutter, wenn die Frau abbricht, dann gehörst du der Katz. Was eine Frau mitbringt, muss geschrieben werden beim Notar, muss in Güterstand. Und deswegen kriegt der Toni jetzt den Scheck.
Noch nicht. Den hebe ich auf, damit nichts passiert. Ist schon drin im Panzerschrank. Du Mama, komm mal mit mir auf meine Kammer, meine Aussteuerwäsche anschauen. Gern, das interessiert mich für auch. Dich? Ja. Du schaffst jetzt, dass du in den Stall rauskommst, bevor die Kühe zum Schreien anfangen. Marsch, auf Fischerl. Ui, ich krieg mir einen neuen Oberbefehlshaber. Nur der Toni. Dein Kommandant bin immer noch ich. Zu Befehl. Komm, Feferl, gell. Also, was sich heute in unserem Haus alles ereignet hat, den Tag vergesse ich mein ganzes Leben nicht. Feferl, herein. Grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott, Sie wünschen. Schneider? Nein, wir brauchen nichts, wir brauchen nichts. Ich heiße nur Schneider. So, so? Ja, ich komme wegen. Moment einmal, wo steht's denn gleich? Ah, da brauchen Sie nicht mehr nachschauen. Da ist nichts mehr da, da ist nichts mehr da. Alles schon weg. Das eine hat der Popolo-Dings da mit für 30 Mark und den Rest hat der andere für 25.000 Mark weg. Gar nichts mehr da. Also, das verstehe ich nicht ganz. Ja, verstehe ich kaum. Was hätten jetzt Sie bezahlt? Na ja, das kommt drauf an, so 2.000 bis 3.000. Ja, alles? Ja, natürlich. Ha, 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 ha. Da muss ich ja lachen. Also ich glaube, wir sind blöd, was? Sie meinen, wenn der Grund da einmal reinfällt, dann fällt er ein zweites Mal auch rein. Sie glauben, wir bleiben Vollidioten, was? Ja, ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass Sie jetzt verschwinden, und zwar mit der Blitz. Sie Schneider, Sie Halsabschneider, Sie Beutelschneider. Sie, das ist eine Beleidigung. Sie werden von mir hören. Das glaube ich kaum. Und zwar von meinem Anwalt. Schleichen Sie ihnen! Oh, der kann er. Da schau her! Hast du ihn angebracht? Ah, der kommt so schnell nicht mehr. Ja, wieso? Ich meine doch den Traktor. Was für ein Traktor? Ja, ich hab dir doch den Herrn Schneider reingeschickt, der wollte uns einen Traktor kaufen. Der wollte uns? Ja? Der wollte uns einen. Oh mein. Nur nicht aufregen, Vater! Hast du ja selber gesagt, heute ist ein ausgesprochener Deppentag. Thank you.
Jawohl! Eigentlich. Schaut doch selber. Der zerbrochene Krug. Amtsrichter Hans Bauer, Staatsanwalt Steinberger, Verteidiger Steigberg, Kohlhofer Bayerl, Paula Brent, Franz Fröhlich, Lore Frisch, Schmidt Wildi, Karl Scheidler, Georg Hartl. Verstand, wann ging das jetzt? Geht weiter. Ja, Angeklagter Kohlhofer, Sie haben also gehört, warum die Anklage wegen Körperverletzung gegen Sie erhoben wurde. Na, äußern Sie sich dazu? Ich bin vollkommen unschuldig. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, jetzt schauen Sie es auch. Kohlhofer, wie erklären Sie denn dann die Aussage des Blasius Zirngiebel bei der Polizei? Einen Moment, ich wiederhole aus dem Protokoll. Hat mir plötzlich der Kohlhofer seinen Maßkrug auf den Schädel geschlagen, dass ich Sterne vor den Augen gesehen habe und umgefallen bin und von nichts mehr gewusst habe? Ist ganz hübsch, gell? Ja, ja, wie erklären Sie denn das? Da muss er geträumt haben. Wie bitte? Da muss er geträumt haben, der Blasi. Geträumt muss er haben, das von den Sternen. Ja. Eine noch dümmere Ausrede ist Ihnen nicht eingefallen, Kohlhofer. Nein. Ne? Strohe. Sie haben den Zirngiebel doch Ihren Maßkrug derart über den Schädel geschlagen, dass er in Trümmer ging davon, nicht? Der Zirngiebel. Geht um mir ja lang. Ruhe. Stellen Sie sich nicht blöder an, als Sie sind, Kohlhofer. Sie wissen ganz genau, dass Sie den Maßkrug meinen, gell? Der war ja schon vorher kaputt. Was? Der war schon kaputt? Freilich. Bei der letzten Kirchweih, da ist er zerbrochen. Aber die Veronika, die wird... Die, wo nicht erwischt, ihre Dreierkugel, Junge! Ach, was soll's denn? Du tust mir rüber, ich bin doch nicht die Füße. Es ist mir wurscht, ich bin im Stand und bringe jedes Weibsbild um. Wo ist denn diese Geliebte, dieses Mollenmatschackerl? Das ist doch kein Bauernhof. Das ist eine Klapsmühle. Jetzt bringe ich das heute zum dritten Mal durcheinander. Sie sind ja auch wegen dem Maler Grüber da und nicht wegen meinem Traktor. Schließlich und endlich bin ich ja Kunsthändler, ne? Ja. Was bedeutet schon ein alter Traktor gegen die Gemälde eines modernen Malergenies? Ja, wir haben ja schön aufpoliert. Ganz Gott, der Toni, das lange Elend, jetzt wirklich nassgeschmissen. Was, die Reporterin hat's rausgeworfen? Reporterin? Natürlich, die kommt von der Kunstzeitschrift Pallas Athene. Okay. Die sollte über den letzten Wirkungsort des berühmten Malers Grüber berichten. Berühmten? Ja, seit wann ist denn der berühmt? Ja, leider wie so oft. Erst seit er tot ist. Ja. Da schauen Sie mal her. Zeitungsartikel, aufsehenderregende in München. Ja, ja, das ist ja das gleiche Blatt, was uns das Fräulein immer vor die Nasen gehalten hat. Selbstverständlich, sie bezog sich auf den Artikel mit Grübers Tagebuch und Briefauszügen. Da lesen Sie mal. Vor Schwindler wird gewarnt. Okay. Na, da. Ah, die ist da. Späte Entdeckung. Ja, allerdings sehr spät. Hä? Kürzlich haben wir eine Ausstellung gemacht mit Grübers Bildern. Das war die Kunstsensation der Saison. Na. Seitdem gingen die Bilder weg wie die warmen Semmeln. Ja, da schauen Sie mal. Man überstürzt sich in Superlativen. Was für Suppen? Da schauen Sie her. Der echte Erneuerer Grüber, gegenständlich und doch modern. Oder da, König des Neo-Impressionismus. Neonlicht hat er auch gehabt. Unser armer Grüber, der mal ein Stück Leinwand nach dem anderen mit Farb angeschmiert hat. Ja, und wegen diesen Leinwand mit Farb angeschmiert komme ich zu Ihnen. Ja? Ich biete Ihnen für jedes Stück 3000 Mark. Wie höre ich? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich zahle für jedes Grüberbild 3000 Mark. Und da sitzt du noch da? Ja, rauf! Rauf auf die Kamera, runter mit den Bildern vom Grüber! Es ist ja bares Geld! Ja, Sepp, Sepp!
Da war doch der Dings da, der Freund Seiniges und hat ausgeräumt. Ach, der Popo-Dings, ja, der hat ja 8 Stück mitgenommen. Oh Gott. Das macht ja 24.000 Mark. Sepp, ist dir... Ja, das nützt mir nichts, der Kerl muss her. Das ist ja... Toni! Das ist ein Betrüger, ein Gauner! Toni, Fevi, alles rein! Uns wird ja überhaupt bloß noch geschrien, was ist denn schon wieder los? Toni, die Bilder müssen zurück. Was denn für Bilder? Ich frag dir wieder, was für Bilder? Die, was du dem Gauner mitgegeben hast, du Hans Wurst. So, jetzt war wieder Hans Wurst. Jetzt langt's mir aber langsam. Bin ich vom Grieber, was hier noch sich geruht? Wie hat denn ausgeschaut, der Bilder entführen? Rot? Nein. Cassius Zierngiebel. Ja. Aha, ja. Ja, Sie sind verheiratet? Jawohl. Geboren am 4. November 1902 in Bachberg. Skorpion. Herr Rechtsanwalt, ich verbitte mir jeglichen Humor, gell? Sowas. Sie sind mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert? Nein, das nicht. Aber vielleicht befreundet, hä? Befreundet? Ja, da schon bis zu dem... Bis zu dem Moment, wo Sie den Maskrug über den Schädel gekriegt haben, das möchten Sie doch jetzt sagen, ne? Eigentlich möchte ich gar nichts sagen. Ja, Sie müssen aber alles sagen, was Sie wissen. Sie stehen vor Gericht, sind verpflichtet, die reine und lautere Wahrheit zu sagen. Also bitte jetzt erzählen Sie uns einmal alles ganz offen, wie das war. Ja, mei, das ist dumm gegangen. Das glaube ich, ja. Er hat halt seinen Krug hergeschwungen und dann hat's kracht. Auf Ihrem Kopf, ja? Ja, jawohl. Na, endlich! Nicht endlich, auf einmal. Ich hab grad noch gedacht, auwe, jetzt ist er hin. Der Kopf? Nein, der Maskrug. So, das war Ihr erster Gedanke? Nein, mein letzter. Ich hab ja auch gewiss nächste vier kennen. Sie? Aha, köstlich, ja, das fehlt gerade noch, dass Sie der Schuldige wären, ne? Ja, die Veronika ist schon im Stand und schreibt mir den Krug noch auf. Den Zeus da. Pistruhe. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Zeuge. Jetzt möchte ich gern von Ihnen wissen, nachdem Sie diese Kopfverletzung bekommen haben, waren Sie da bettlägerig? Nein. Zuerst war ich unterm Tisch lägerig. Ja, natürlich, das klar. Aber schauen Sie, dann hat man Sie aufgehoben, oder auf den Stuhl gesetzt und hat Sie versorgt. Nicht? Und dann hat man Sie nach Hause gebracht. Ja. Und dann haben Sie aber doch das Bett hüten müssen, ne? Ja. Wie lang denn? Die ganze Nacht. Die ganze Nacht? Nächstfolgenden Tag nimmer? Ich bin immer bloß in der Nacht bettlägerig. Und dann habe ich in der Früh um 6 wieder aufs Feld müssen. Ja, Sie sind sicher ein fleißiger Mensch, ich glaub's Ihnen, ne? Herr Zierngiebel, passen Sie auf. Ihre Ehefrau soll geäußert haben, sie wüsste ganz genau, dass der Angeklagte unschuldig ist, weil ihm der Maskrug nur ausgerutscht ist. Das stimmt natürlich nicht, gell? Doch, das stimmt schon. Was, das stimmt? Das stimmt schon, dass das meine Mari gesagt hat, weil sie ja die Rosina wegen dem Bulldog herleihen gefragt hat. Ach, dann hätte sie das wieder besseres Wissen gesagt. Wissen? Erzähl mir, woher will Ihre Frau, die ja gar nicht im Wirtshaus war, überhaupt wissen? Darauf an. Man nehme... Ja, danke, das genügt. Nein, das genügt ihm nicht. Man nehme dein Krawattel und macht einmal das Luft und dann kehrt er rausgeführt in die frische Luft. Nicht? Das ist, habe ich gesagt. Das stimmt ja. Das ist nicht zu fassen. Ja, Herr Rechtsanwalt, ich sehe da gerade Sie. Sie haben die Ehefrau des Angeklagten als Zeugin laden lassen, die war aber doch an dem besagten Abend gar nicht im Wirtshaus, sondern daheim. Was versprechen Sie sich von Ihrer Vernehmung? Herr Amtsgerichtsrat, die Ehefrau meines Mandanten ist zwar nicht Tatzeugin, sie hatte aber wenige Tage später eine Unterredung mit der Ehefrau des Zirngiebel, deren Inhalt, glaube ich, auch das Gericht interessieren wird. Na ja, bitte, von mir aus. Die Zeugin, wie heißt sie? Rosina Gollhofer. Herr Amtsgerichtsrat, die Zeugin Rosina Gollhofer. Hier? Ja, Gollhoferin, komm rein. Bin schon da. Ja, also vor 3 Tagen, gell? Ja, da sind Sie reinskuppern dann unter, Frau Gollhofer, gell? So, können wir jetzt?
Ja. Okay. Schauen Sie, zuerst müssen wir mal Ihre Personalien überprüfen. Also, Sie heißen Rosina Gollhofer, Sie sind geboren am 26. März 1912 in Bachberg. Mhm. Ah, das sind Sie Witter, gell? Was bin ich? Ja, sowas Blödes. Ja. Als Ehefrau des Angeklagten werden Sie nicht vereidigt. Sie haben auch das Recht, die Aussage zu verweigern, wenn Sie die Befürchtung haben, dass Sie vielleicht durch Ihre Aussage Ihren Ehemann belasten könnten. Ah, den da? Nein, nein, ich sage alles, deswegen bin ich ja da. Na schön. Also vor drei Tagen, da habe ich Mari getroffen und da hat sie mir gesagt, Moment, Moment, wo ist denn die Mari? Ja, dem Zirngiebel das einige. Maria Zirngiebel, die Ehefrau des Geschädigten. Ja, ja. Ja, danke schön. Wirklich gleich. Für ja, und da hat sie gesagt, dass das eine ganz saudumme Geschichte ist mit der Anzeige von ihrem Alten. Und dass das alles schon so viel bereien und wir sind doch immer die besten Nachbarn gewesen, hat sie gesagt. Und gerade jetzt tät sie der Zirngiebel so gern unseren zweiten Bulldog ausleihen, weil der seine in Reparatur ist und das viele Hei draußen liegt und man überhaupt nicht weiß, wie lange noch das schöne Wetter braucht, nicht wahr, und wie lange es noch dauert, hat sie gesagt. Und sie täten schon wieder einmal recht machen. Ja, mei, sag ich, Mari, sag ich. Ich glaube kaum, dass der Meinige ausgerechnet jetzt den Bulldog herleicht, gell? Weil er doch ganz unschuldig aufs Gericht muss, wegen der Anzeige vom Zirngiebel. Ja, mei, sagt sie da. Aber das macht doch alles gar nichts. Und sie weiß schon, dass der Meinige ganz unschuldig ist, indem das ihm der Maskrug bloß ausgerutscht ist. Und das kann dann nicht einmal passieren, nicht wahr? Und da kann ihm die Gerichtsherren in der Stadt gar nichts machen und deswegen kann er den Bulldog ruhig hergeben. Moment, Moment, Frau Gutmann. Hat's gesagt. Ja, jetzt zieh ich's einmal. Man hat nicht einmal der Angeklagte gesprochen. Außerdem ist dieses Detail unerheblich und somit dem Antrag des Herrn Verteidigers nicht stattzugeben. Herr Staatsanwalt, ich behalte mir vor, die Erheblichkeit eines Antrages selber zu beurteilen. Dieser hier erscheint mir wichtig genug. Gerichtsdiener. Veranlassen Sie in der Kanzlei die Ladung der Veronika Huber als Zeugin. Ja, da brauche ich nichts veranlassen, Herr Amtsgerichtsrat. Die ist schon herin im Zuhörerraum. So? Ja, ja, sie hat gesagt, sie möchte bei der Gaudi dabei sein. Aha. Hier. Ah, ja, Frau Huber. Ja, ich sehe Sie schon. Halten Sie sich bitte bereit für eine Aussage, gell? Ja, jawohl. Ja, eigentlich müssten Sie ja jetzt den Raum verlassen, aber naja, bleiben Sie ruhig sitzen, Sie kommen gleich dran. Also, Gollhofer, ich wiederhole. Sie behaupten, der Maßkrug war schon vor diesem Schlag, den der Zirngiebel damit auf den Kopf erhielt, beschädigt. Hin? Wie bitte? Hin war ja nicht beschädigt. Ja, hin oder beschädigt? Sie haben doch jedenfalls draus getrunken, ne? Ja, ja, zuerst schon. Zuerst? Aha. Und auf Zirngiebels Kopf ging er dann so in Scherben, dass er nicht mehr zu gebrauchen war. Hm? Ja. Der Henkel allein ist mir noch in der Hand geblieben. Na bitte, das ist doch ein volles Geständnis. Von einem Geständnis kann hier wohl nicht die Rede sein, Herr Staatsanwalt. Sollte aber das Vokabularium des Herrn Staatsanwalts aber nicht... Aber meine Herren, gesparen Sie sich doch nur ein bisschen Pulver fürs Plädoyer auf. Ich bin doch bei der Vernehmung, ne? Wissen Sie was, Gollhofer, jetzt erzählen Sie uns einmal die ganze Geschichte schön langsam so von Anfang an, ja? Was, dass ich sag? Sag ich zu meiner Rosina, Rosina sag ich, das Gereicherte war heute so scharf, dass ich ein Bild sauberen Durst beieinander hab. Ich geh geschwind zum Wirten über, auf eine Maß. Ah ja, das kann ich mir recht gut vorstellen, aber so weit hätten sie auch wieder nicht auszuholen brauchen. Ausgeholt habe ich überhaupt gar nicht. Ich hab mich hingesetzt und hab mir eine Maß Bier bestellt. Ja, haben sich eine Maß Bier bestellt. Mhm. Nur eine? Nur eine. Gollhofer, wollen Sie allen Ernstes behaupten, an diesem Tag nur eine Maß Bier getrunken zu haben? Nein, nein. Getrunken habe ich schon mehr. Aber bestellt nur eine, gell? Ja. Jedes Mal haben wir nur eine bestellt. Herr Staatsanwalt, es dürfte doch wohl selbstverständlich sein, dass sich der Angeklagte eine zwei Maß Bier auf einmal bestellt hat, nicht? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich ist das durchaus gar nicht, Herr Amtsrichter. Ja, wieso denn nicht? Wenn zum Beispiel meine Rosina dabei ist, die hat einen solchen Zug, da bestelle ich jedes Mal zwei Maß auf einmal. Grüß Gott. Grüß Gott, der Herr. Grüß Gott, grüß Gott. Willmann sieht es, mein Name. Ja, freut mich. Herr Grundner, bin ich, jawohl. Ich beziehe mich auf die Zeitungsnachricht. Aha, ja, Dingen.
Traktor. Mhm. Ja. Ja, ja. Schönes Wetter haben wir heute, gell? Ja, ja, ja. Die geht nicht, die geht nicht. Wer geht nicht? Meine, die Sonne geht mittags nicht auf, die geht ja, unter früh. Ja, ja. Auf und auf Nacht geht's dann aber schon unter, gell? Störig. Ja, sie nicht, aber die. Ach, meine lustige Reisebekanntschaft, das ist aber reizend, dass wir uns hier wieder treffen. Sie ist charmanter Knochen. Ja. Sie kennen den Knochen? Ja, ja. Dame. Von der Bahn her. Ja. Sie, Herr Grundner, ich möchte Sie was bitten. Zeigen Sie mir Verschiedenes in Ihrem Anwesen, was mich interessiert. Ja, bitte, ja. Gehen wir gleich da raus. Gehen wir gleich. Recht, ja. Auf Wiederschauen. Da steht der Traktor draußen, gleich, wenn Sie es rechts rübergehen. Ja, Moment, das, jawohl. So, jetzt sind wir unter uns. Unter was? Unter uns Frauen. Ja, um Gottes Willen. Toni, ja. Sie, zu Ihrem Geschlecht zähle ich mich nicht, verstanden? Hä? Toni! Ja, was gibt's denn? Zeigt ja da, wo der Zimmermanns Loch gemacht hat. Gegen die bin ich ja ein schwaches Weib. Du bist der Mannsputz, Schmeißnase. Tut mir leid, Fräulein. Man soll gehorsam sein gegenüber den Eltern. Ich muss... Mach da nichts, Kneblein, ich bin gut versichert. So, also ging das freiwillig? Na ja, ja, sowieso. Aber nicht bevor Sie mir eine Frage beantwortet haben. Kennen Sie eine gewisse Fefi? Ja, freilich. Ja, dann können Sie mir ja auch sagen, ob nach Ihrer Meinung das stimmt, was hier drin in der Zeitung steht. Auf diesem aller Kunst Abholdenhof gab es eine hübsche Magd mit dem ländlichen Namen Fefi. Dieses bezaubernde blonde Kind des Volkes wurde dem Maler Grüber das, was Leibl seine Monika und Picasso seine Alexandra war. Modell und Mutter, Gestaltete und Geliebte zugleich. Was? Der Fefe und der Grüber. Seine Geliebte. Die falsche Katz. Die Heiratsschwindlerin. Oh, die, wenn ich erwischt, ihre Dreierkugelium. Ach, was soll's denn? Du tust mir rüber. Ich bin doch nicht die Fefe. Es ist mir wurscht. Ich bin im Stand und bringe jedes Weibsbild um. Wo ist denn diese Geliebte, dieses Mollermatschackerl? Das ist doch kein Bauernhof. Das ist eine Klapsmühle. Zum dritten Mal durcheinander. Sie sind ja auch wegen dem Maler Grüber da und nicht wegen meinem Traktor. Schließlich und endlich bin ich ja Kunsthändler, ne? Ja. Was bedeutet schon ein alter Traktor gegen die Gemälde eines modernen Malergenies? Ja, wir haben ja schön aufpoliert. Ganz. Jetzt frage ich mich nur, wieso der Zeuge eben so genau aussagen konnte. Na, wenn mir doch der Kohlhof am nächsten Tag ganz genau erzählt hat, wie es war, nicht? Was? Was, der Angeklagte? Ja. Na, und Sie? Sie selbst, Sie haben nichts gesehen. Ah! Ich habe was gesehen, wie der Zirngiebel unter den Tisch hineingefallen ist, nicht wahr? Da bin ich aufmerksam worden durch das Geräusch, durch den Rumpler. Mhm. Nicht? Bin dann gleich hin und dann gleich sein Gesicht, die Wunden im Gesicht versorgt. Ja, ja, nicht, das wahr? Haben wir schon gehört, mit dem nassen Lappen aus der Schenke, nicht? Ja, Ehrensache. Nicht? Aus Hygienie, nicht wahr? Aus Hygienie. Ja, ja. Ja. Ich war stellvertretender Heilige Hilfe im Krieg. Im Fall einer Bewusstlosigkeit kommt es in erster Linie darauf an. Man nehme. Ja, danke, danke, das genügt. Nein, das genügt eben nicht. Man nehme bei Krawatl und macht einmal Setzen Sie auf, sich das jetzt Luft und dann kehrt er hinausgeführt in die frische Luft. Nicht? Jetzt, jetzt habe ich gesagt. Das stimmt ja. Das ist nicht zu fassen. Ja, Herr Rechtsanwalt, ich sehe da gerade Sie. Sie haben die Ehefrau des Angeklagten als Zeugin laden lassen, die war aber doch an dem besagten Abend gar nicht im Wirtshaus, sondern daheim. Was versprechen Sie sich von Ihrer Vernehmung? Herr Amtsgerichtsrat, die Ehefrau meines Mandanten ist zwar nicht Tatzeugin, sie hatte aber wenige Tage später eine Unterredung mit der Ehefrau des Zirngiebel, deren Inhalt, glaube ich, auch das Gericht interessieren wird. Na ja, bitte, von mir aus. Die Zeugin, wie heißt sie? Rosina Goldhofer. Herr Amtsgerichtsrat. Die Zeugin Rosina Goldhofer. Hier? Ja, Kohlhofring, komm rein. Bin schon da. Grüß Gott. Ja, also vor drei Tagen, gell? Ja, ja, ja. Tun Sie Reiskuchen dann unter, Frau Goldhofer, gell? So, können wir jetzt? Ja. Okay. Schauen Sie, zuerst müssen wir mal Ihre Personalien überprüfen. Also, Sie heißen Rosina Goldhofer, Sie sind geboren am 26. März 1912 in Bachberg. Mhm. Ah, da sind Sie Witter, gell? Was bin ich?
Na, so was Blödes. Ja. Verzeihung. Als Ehefrau des Angeklagten werden Sie nicht vereidigt. Sie haben auch das Recht, die Aussage zu verweigern, wenn Sie die Befürchtung haben, dass Sie vielleicht durch Ihre Aussage Ihren Ehemann belasten könnten. Ah, den da? Nein, nein, ich sag alles, deswegen bin ich ja da. Na schön. Also vor drei Tagen, da habe ich Mari getroffen und da hat sie mir gesagt, Moment, Moment, wo ist denn die Mari? Ja, dem Zirngiebel, die seinige. Maria Zirngiebel, die Ehefrau des Geschädigten. Ja, ja. Ja, danke schön. Wirklich gleich. Für ja, und da hat sie gesagt, dass das eine ganz saudumme Geschichte ist mit der Anzeige von ihrem Alten. Und dass das alles schon so viel bereien und wir sind doch immer die besten Nachbarn gewesen, hat sie gesagt. Und gerade jetzt tät sie der Zirngiebel so gern unseren zweiten Bulldog ausleihen, weil der seine in Reparatur ist und das. Ja, weil doch in dem Horoskop gestanden ist, dass ich an dem Tag sehr vorsichtig sein soll, ja. Nicht wahr? Deswegen habe ich abkassiert. Aber nicht nur bei denen zwei, sondern bei alle Gästen. Ja. Sehr aufschlussreich. Ja. Frau Zeugin, erinnern Sie sich vielleicht doch, ist es zu einem heftigen Wortwechsel gekommen? Hat es nach Streit ausgesehen? Nein, nein, die waren ganz friedlich. Demnach hätte also der Zirngiebel die Verletzung erhalten, ohne dass irgendein Wort vorausgegangen wäre. Doch, ein Wort ist schon vorausgegangen. Ja, welches bitte? Der Gollhofer hat gesagt... Was? Was hat er gesagt? Prost! Alter Freund! Bitte schön. Prost, alter Freund, habe ich gesagt. Bitte schön. Das ist ja unglaublich. Und daraufhin hat er seinen Maßkrug geschwungen und hat ihn dem alten Freund über den Schädel geschlagen. Ne? Nein, nein. Angestoßen hat er. Angestoßen, dass der andere gleich bewusstlos unter den Tisch gefallen ist. Nein, vielleicht hat er den Zirngiebel bloß gestreift. Vielleicht. Was heißt vielleicht? Vielleicht nützt mir gar nichts, Zeugin. Können Sie sich denn in Ihrer Beobachtung getäuscht haben? Sie sind doch unmittelbar neben den beiden gestanden. Ich? Hm? Daneben gestanden? Ha, ja, nie. Wie das passiert ist, bin ich doch in der Küche draußen gewesen. Was, Sie waren in der Küche? Sie haben selber gar nichts gesehen? Nein. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, sagen Sie mal, wie können Sie den ganzen Vorgang hier schildern, wenn Sie nichts gesehen haben? Nein, der Fridolin hat mir's erzählt. Das ist erzählt. Das wird immer besser. Gesehen haben Sie nichts. Doch, ja, schon. Ja. Was denn? Das Loch im Zirngiebel sein Kopf. Mhm. Danach. Uiuiui. Ja, meine Herren, ich glaube, die Zeugin, die hat für uns nicht viel Wert, nicht? Was? Ja, nein, das soll keine persönliche Geringschätzung ausdrücken, Zeugin, nicht wahr? Ja. Verzeihung, Herr Amtsgerichtsrat, die Frage des zusammengeklebten Kruges wäre noch offen. Ach so, ja, natürlich, natürlich. Ich bin selber schon ganz blemblem von diesen dämlichen Aussagen hier. Ich komme mir vor wie in der Hilfsschule. Frau Huber, ich frage Sie jetzt ausdrücklich und ich bitte mir eine klare Antwort. Aus war der besagte Krug, um den es jetzt hier geht, schon früher zerbrochen und von Ihnen wieder zusammengeklebt worden? Ja, das stimmt. Aber mit alles Gitter war der wieder prima in Ordnung. Aha. Was zu beweisen war? Ja. Ja, das ist wenigstens etwas, nicht wahr? Dankeschön, das genügt vorläufig, Zeugin. Sie können sich wieder setzen. Nein, 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 nicht wieder ins Publikum. Da auf die Zeugenbank bitte, ja? Dankeschön. Der Zirngewürz sagt, na, Sie glauben mir, hat er gesagt, ich hab den Stein bloß einem Ratzen nachschmeißen wollen, nicht? Was, einer Ratte? Sie sagen es, ja. Und da steckt akkurat ein neugieriges Sau ihren Rüssel durch den Zaun, nicht? Und da ist natürlich dieses Mal leer passiert. Mhm. Die Verwechslung zwischen Schwein und Ratte dürfte ja wohl ganz unglaubwürdig sein. Ja, für einen brüderlichen Tiermediziner natürlich. Ja, dann weiter. Weiter, und dann sind sie ganz zufrieden gewesen, die zwei. Und nach einer Weile, da sagt der Gollhofer, Prost, alter Freund. Ja. Und hat angestessen. Und da muss er rein, muss er dann mit seinem Krug ausgerutscht sein, wie ein Hecht. Ich hab den Krug hingerumpelt, nicht? Ist schon gut. Und das hat er natürlich nicht ausgehalten, nicht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weder der Zirngiebel noch der Krug. Aber jetzt passen Sie mal auf, Zach. Jetzt versuchen Sie mal ganz scharf nachzudenken. Ich meine, soweit Ihnen das möglich ist. Könnte es nicht vielleicht
doch so gewesen sein, dass der Gollhofer nicht so ganz aus Versehen, sondern vielleicht ein bisschen mit Absicht ausgerutscht ist. Hm? Können Sie sich an diesen Moment ganz genau erinnern? Na? Unmöglich, weil ich war in dem Moment drüben am Stammtisch und hab beim Kartenspielen zugeschaut. Was? Jetzt waren Sie auf einmal drüben beim Stammtisch? Ja, nicht auf einmal. Schon immer. Und das war noch hochinteressant, da? Der tappige Meier möchte mir einen Zehner auf Zauschinken. Jetzt kommt das. Jetzt kommen Sie schon wieder mit der Sau da daher. Na, das ist ja diesmal ist ja die Herzsau. Von der Orgel so noch zwei. Schluss! Kühne. Jetzt, Schluss ist. Also jedenfalls haben Sie den Vorfall an dem Tisch vom Gollhofer und vom Zierengiebel nicht selber miterlebt. Na, na. Das sind Entlastungszeugen. Jedenfalls keine Belastungszeugen. Menschen, die nichts gesehen haben, gibt es in Bachberg wohl zu Hunderten, was? Jetzt frage ich mich nur, wieso der Zeuge eben so genau aussagen konnte. Na, wenn mir doch der Gollhof am nächsten Tag ganz genau erzählt hat, wie es war, nicht? Was? Was, der Angeklagte? Ja. Na, und Sie? Sie selbst, Sie haben nichts gesehen? Ah! Ich habe was gesehen, wie der Zierngiebel unter den Tisch hineingefallen ist, nicht wahr? Da bin ich aufmerksam worden durch das Geräusch, durch den Rumpler. Nicht? Bin dann gleich hin und dann gleich sein Gesicht, die Wunden im Gesicht versorgt. Ja, ja, nicht? Das haben wir schon gehört, mit dem nassen Lappen aus der Schenke, nicht? Ja, Ehrensache. Nicht? Aus Hygienie, nicht wahr? Aus Hygienie. Ja, ja. Ja. Ich war stellvertretender Heilige Hilfe im Krieg. Im Fall einer Bewusstlosigkeit kommt es in erster Linie darauf an. Man nehme. Ja, danke, das genügt. Nein, das genügt ihm nicht. Man nehme dein Krawattel und macht einmal Setzen Sie auf, sich jetzt die Luft. Ab. Und dann kehrt er hinausgeführt in die frische Luft. Nicht? Jetzt, jetzt, habe ich gesagt. Das stimmt ja. Am Gollhofer sei Alte, also die Rosina, nicht, die hat es gesehen. Und wie es hingesaust ist, ist die Sau schon bewusstlos da gelegen. Aha, ja, weiter? So weiter, als sie wahrscheinlich wieder langsam zu sich selber gekommen, die Sau, und ist wieder aufgestanden. Ohne Schaden. Ja, ein bisschen schwindelig wäre der schon gewesen sein, gell? So benommen, wie man sagt, nicht? Ja, ja, ja. Ja, mei, das kannst du bei so einem Viech ja leider nicht konstatieren, ja, vielleicht, nicht? Hinter dem rechten Ohr hat es einen mordsgroßen Pinkel gehabt. Und drei Tage hat es mir nichts mehr gefressen. Bitte schön. Ja, ja, das dürfte allerdings auf eine leichte Unpässlichkeit schließen lassen, nicht? Es handelt sich hier wohl um eine reguläre Gehirnerschütterung. Jedenfalls weisen die Symptome dort. Ach, haben Sie auch Tiermedizin studiert, Herr Rechtsanwalt? Ich nicht, aber mein Bruder. Ah, drum, ja. Ja, und darüber sind dann am Abend die beiden im Wirtshaus in Streit geraten, nicht? Na, die haben nie gestritten. Nicht? Na, die haben bloß disputiert. Der Ziergewürz sagt, Nazi, glaube mir, hat er gesagt, ich hab den Stein bloß einem Ratzen nachschmeißen wollen, nicht? Was, einer Ratte? Sie sagen es, ja. Und da steckt akkurat ein neugieriges Sau ihren Rüssel durch den Zaun, nicht? Und da ist natürlich dieses Mal leer passiert. Die Verwechslung zwischen Schwein und Ratte dürfte ja wohl ganz unglaubwürdig sein. Ja, für einen brüderlichen Tiermediziner natürlich. Ja, dann weiter. Weiter, und dann sind sie ganz zufrieden gewesen, die zwei. Und nach einer Weile, da sagt der Gollhofer, Prost, alter Freund. Ja. Und hat angestessen. Und da muss er dann mit seinem Krug ausgerutscht sein, wie ein Hecht. Ist passiert, ja, und hat den Krug hingerumpelt, nicht? Ist schon gut. Und das hat er natürlich nicht ausgehalten, nicht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weder der Zierengiebel noch der Krug. Aber jetzt passen Sie mal auf, Zach. Jetzt versuchen Sie mal ganz scharf nachzudenken. Ich meine, soweit Ihnen das möglich ist. Könnte es nicht vielleicht doch so gewesen sein, dass der Gollhofer nicht so ganz aus Versehen, sondern vielleicht ein bisschen mit Absicht ausgerutscht ist? Hm? Können Sie sich an diesen Moment ganz genau erinnern? Na? Unmöglich, weil ich war in dem Moment drüben am Stammtisch und hab beim Kartenspielen zugeschaut. Was? Jetzt waren Sie auf einmal drüben beim Stammtisch? Ja, nicht auf einmal. Schon immer. Und das war noch hochinteressant, da? Der tappige Meier möchte mir einen Zehner auf Zauschinken. Jetzt kommt das. Jetzt kommen Sie schon wieder mit der Sau da daher. Na, das ist ja, diesmal ist ja die Herzsau. Von der Orgel so noch zwei. Schluss! Kühne. Jetzt, Schluss ist. Also jedenfalls haben Sie den Vorfall an dem Tisch vom Gollhofer und vom Zierengiebel nicht selber miterlebt. Na, na. Das sind Entlastungszeugen. Also ja, natürlich, natürlich. Ich bin selber schon ganz blem blem von diesen dämlichen
Aussagen hier, ich komme vor wie in der Hilfsschule. Frau Huber, ich frage Sie jetzt ausdrücklich und ich bitte mir eine klare Antwort. Aus war der besagte Krug, um den es jetzt hier geht, schon früher zerbrochen und von Ihnen wieder zusammengeklebt worden? Ja, das stimmt. Aber mit Allesgitter war der wieder prima in Ordnung. Aha. Was zu beweisen war. Ja. Ja, das ist wenigstens etwas, nicht wahr? Dankeschön, das genügt, vorläufig, Zeugin. Sie können sich wieder setzen. Nein, 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 nicht wieder ins Publikum. Da auf die Zeugenbank bitte, ja? Dankeschön. So, jetzt brauche ich den Zeugen Fridolin Zach. Herr Gerichtsdiener. Ja, ja, ja. Sie habe ich gemeint. Den Zeugen Fridolin Zach brauche ich jetzt. Der Zeuge Fridolin Zach. Guck mal an. Ja, kommen Sie ein bisschen näher. Das ist das weg da, ja. So. So, also Sie heißen Fridolin Zach. Sie sind geboren am 9. September 1901 in Bachberg, ja? Sind Sie verheiratet? Na, viel Teufel. Drücken Sie sich gefälligst ein bisschen anständiger aus, gell? Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nixon. Also nein. Nein. Waren Sie schon mal als Zeuge vor Gericht? Ja, das glaubst. Ich meine, das glauben Sie, Herr Amtsgerichtsrat. 30 Jahre in einer Gastwirtschaft. Da machst du was mit. Also dann brauche ich Sie auf die Bedeutung Ihrer Aussage und des eventuellen späteren Eides nicht extra hinzuweisen, nicht? Mir nicht. Ich bin immun. Was ist? Immun. Ich frage, was Sie sind. Ach so, ein Zwilling. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, ob das für unseren Fall von besonderer Bedeutung ist, dass Sie noch einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester haben. Na, horoskopisch. Die Veronika, die weiß Bescheid, gehört. Ach so, ja, ja, nein, nein, danke schön. Ich weiß schon. Übrigens, das stimmt ja gar nicht. Sie sind ja gar kein Zwilling. Nach Ihrem Geburtstag am 9. September, da sind Sie ja eine Jungfrau. Was bin ich? Eine Jungfrau, ja, verrückt. Da müsst ihr auch was wissen. Nein, ich bin ein Zwilling. Weil die Veronika dabei sagt zu mir, Fridolin, sagst du, bist ein Zwilling, weil einer allein gar nicht so blöd sein kann. Oh, ja. Ja, das hat ja nun allerdings wieder weniger mit der Astrologie zu tun. Ja. Ihr Beruf? Hat sich aber der Zehnkübel gefreut, was? Jo. Ja, ja. Ja. Dass der Krug auf seinem Kopf in Scherben ging. Schöne Freude, das Kohlhofer. Ein neuer Krug hätte es ja leicht ausgehalten, aber dieser zusammengepappte Schrein wie von selber auseinandergefallen. Also, durch einen Luftzug vielleicht, oder? Keine schlechte Idee. Ruhe! Ich gebe Ihnen gleich eine Idee, Kohlhofer. Ne? Bitte erklären Sie mir doch dann die Aussage des Zirngiebel, wonach er mit dem Krug einen derart heftigen Schlag auf den Kopf erhielt, dass er Sterne vor den Augen gesehen hat und unter den Tisch gefallen ist. Ja, da gibt's nur eins. Der ist vom Stuhl heruntergerutscht und direkt in die Scherben hineingefallen. Also direkt in die Scherben hineingefallen. Eine tolle Version, das. Bitte sehr. Laut Statistik der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beruhen 36% aller Unfälle auf Sturz in scharfe Gegenstände. Aber Herr Rechtsanwalt, das bezieht sich doch nicht auf Wirtshausraufereien. Es handelt sich hier nicht um eine Rauferei, sondern um einen Unfall. Was zu beweisen wäre. Meine Herren, also genau deswegen sind wir ja hier und tun unsere mühselige Arbeit, nicht wahr? Wohlbekommt. Unglaublich. Kohlhofer, also jetzt weiter in Ihrer Geschichte. Was haben Sie denn da gemacht, wie der Zirngiebel bewusstlos unter den Tisch gelegen ist? Stunde hat er mir. Was? Was hat er? Geraucht hat er ihm. Er meint, er war unwirsch. Verstehe. Ja, unwirsch war ich. Weil mir das teure Bier über den Anzug direkt hinabgelaufen ist.
Das kann ich Ihnen schon nachfühlen, Gollhofer. Aber vielleicht können wir jetzt auch erfahren, was dann mit dem Zirngiebel weiter geschehen ist. Ja, die anderen haben wir dann aufgekommen und haben auf dem Stuhl hingesetzt. Mhm. Nicht wahr? Dann ist der Fridolin dahergekommen mit einem nassen Lappen von der Schenke und hat ihm das Gesicht abgewischt. Oh. Ja, sehr appetitlich. Da würde ich mich schönstens bedanken dafür. Na, bedankt hat er sich gar nicht. Weil er doch noch ganz damisch war. Was war er? Betäubt. Dankeschön, ja. Was haben denn Sie jetzt selber unternommen, Gollhofer? Nix, gegangen bin ich. So. Gollhofer, Sie sind einfach gegangen, was? Ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Da waren ja nur andere Leute da. Und außerdem, wenn es in einer Wirtschaft einmal ungemütlich wird, gefällt es mir nicht. Da gehe ich lieber. Das ist ein Sensibel. Die Veronika, die weiß Bescheid, gehört. Ach so, ja, nein, danke schön. Ich weiß schon. Übrigens, das stimmt ja gar nicht. Sie sind ja gar kein Zwilling. Nach Ihrem Geburtstag am 9. September, da sind Sie ja eine Jungfrau. Was bin ich? Eine Jungfrau, ja, verrückt. Da müsst ihr auch was wissen. Nein, ich bin ein Zwilling. Weil die Veronika allerweil sagt zu mir, Friedelin, sagst du, bist ein Zwilling, weil einer allein gar nicht so blöd sein kann. Oh, ja. Ja, das hat ja nun allerdings wieder weniger mit der Astrologie zu tun. Ja. Ihr Beruf? Hausbursch und Schankbursch im Rösel. Bursch, ja. Bursch. So, Sie waren also anwesend, wie der Gollhofer dem Zierngiebel einen Krug über den Kopf geschlagen haben soll. Ja. Na ja, fangen wir halt in Gottes Namen nochmal von vorn an. Sagen Sie mal, was für eine Unterhaltung ist denn da vorausgegangen? Es soll von einer Sau die Rede gewesen sein. Stimmt. Der Gollhofer hat gesagt, dass der Zirngiebel der Sau einen Stein auf den Schädel geschmissen hat. Ja, welcher Sau? Seiner Sau. Wem seiner Sau? Gollhofer das nennt. Ah, so. Schreiber, jetzt kommt die Sau doch ins Protokoll, ja? Ist schon drin. In dem nämlich, dass die Sau durch ein Loch im Zaun in Zirngiebel seinen Garten hat niederwollen. Sehr interessant. Hier dürfte das Motiv liegen. Mhm. Nein, die Sau ist gegen. Am Gollhofer sei Alte, also die Rosina, nicht, die hat's gesehen. Und die ist, wie's hingesaust ist, ist die Sau schon bewusstlos da gelegen. Aha, ja, weiter? So wird dann als sie wahrscheinlich wieder langsam zu sich selber gekommen, die Sau, und ist wieder aufgestanden. Ohne Schaden. Ja, ein bisschen schwindelig wäre der schon gewesen sein, gell? So benommen, wie man sagt, nicht? Ja, ja, ja. Ja, mei, das kannst du bei so einem Viech ja leider nicht konstatieren, ja, vielleicht, nicht? Hinter dem rechten Ohr hat es einen mordsgroßen Pinkel gehabt. Und 3 Tage hat es mir nichts mehr gefressen. Bitte schön. Ja, ja, das dürfte allerdings auf eine leichte Unpässlichkeit schließen lassen, nicht? Es handelt sich hier wohl um eine reguläre Gehirnerschütterung. Jedenfalls weisen die Symptome dort. Ach, haben Sie auch Tiermedizin studiert, Herr Rechtsanwalt? Ich nicht, aber mein Bruder. Ah, drum. Ja. Ja, und darüber sind dann am Abend die beiden im Wirtshaus in Streit geraten, nicht? Na, die haben nie gestritten. Nicht? Na, die haben bloß disputiert. Der Zirngewürz sagt, na, Sie glauben mir, hat er gesagt, ich hab den Stein bloß einem Ratzen nachschmeißen wollen, nicht? Was, einer Ratte? Sie sagen es, ja. Und da steckt akkurat ein neugieriges Sau ihren Rüssel durch den Zaun, nicht? Und da ist natürlich dieses Mal leer passiert. Die Verwechslung zwischen Schwein und Ratte dürfte ja wohl ganz unglaubwürdig sein. Aber bestellt nur eine, gell? Ja. Jedes Mal haben wir nur eine bestellt. Herr Staatsanwalt, es dürfte doch wohl selbstverständlich sein, dass sich der Angeklagte eine 2 Maß Bier auf einmal bestellt hat, nicht? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich ist das durchaus gar nicht, Herr Amtsrichter. Ja, wieso denn nicht? Wenn zum Beispiel meine Rosina dabei ist, die hat einen solchen Zug, da bestelle ich jedes Mal 2 Maß auf einmal. Ja, das ist in so einem speziellen Fall sicher recht praktisch, aber das gehört nicht hierher. Also, Sie haben sich eine Maßbier bestellt, Gollhofer, nicht? Mhm. Und diese Maßbier, die haben Sie getrunken. Mhm. Ja. Und dann haben Sie sich also noch einmal eine Maß bestellt, ne? Freilich, da kenne ich gar nichts. Schön. Und wie diese 2. Maß leer war, was war denn dann? Dann habe ich zum Fridolin gesagt. Einen Moment, wer ist denn der Fridolin? Fridolin, das ist der Hausl.
der Haushelf von der Veronika, von der Wirtin. Ja, ich sehe schon. Hausknecht Fridolin Zach, gleichzeitig Schenkelner. Ja, weiter, bitte. Fridolin, habe ich gesagt, alter Bazi. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Geh zu, sage ich, bring mir noch ein Maß. Ja, ist schön. Ja, das war also... Da gehst du her. So. Das war also jetzt Nummer 3, nicht? Und die haben sie auch getrunken, ne? Ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Ehrlich, selbstverständlich. Prostschaft, lassen Sie sich doch nicht jedes Wort einzeln rausquetschen, Gollhofer. Und dann? Und dann? Dann haben wir mal die vierte bestellt. Ah, brav. Ja, die haben sie auch getrunken. Leider nicht mehr. Ne? Da ist dann der Krug zerbrochen. Na, endlich. So, jetzt erzählen Sie mal ganz schön und genau, wie das passiert ist. Also, dass ich sag, der Zierngiebe hat gerade trinken wollen. Ja? Ich hab auch gerade trinken wollen. Denke mal, stoßt mit ihm an, da hat eine sehr große Freude. Ja, sicher. Weiter? Ich sag, Prost, alter Freund, stoß an. Und schon war er hin. Der Glück. Was Sie nicht sagen, Bollhofer. Da hat sich aber der Zirngübel gefreut, was? Jo. Ja. Dass der Krug auf seinem Kopf in Scherben ging. Schöne Freude, das, Kohlhofer. Ein neuer Krug hätte es ja leicht ausgehalten, aber dieser zusammengepappt ist rein wie von selber auseinandergefallen. Also, durch einen Luftzug vielleicht, oder, Kohlhofer? Keine schlechte Idee. Ruhe! Gib Ihnen gleich eine Idee, Kohlhofer, ne? Bitte erklären Sie mir doch dann die Aussage des Zirngiebel, wonach er mit dem... Und preiswert, ein Schlepper zu verkaufen, näheres bei Grundner, etc., etc. Ja, wieso fast neuwertig? Ich habe über 3 Mark für einen Lack ausgegeben, was glaubst du? Ich habe diesen ausrangierten Odelpanzer hab ich da so aufpoliert, dass man die Kotflügel als Rasierspiegel hernehmen kann. Oho. Hoffentlich merkt keiner, was für ein asthmatischer Dieselmops hinter dem Lack steht. Aber geh, schau, die Kauflustigen werden doch von mir persönlich empfangen. Was rumpelt denn so im Stall draußen? Hast vielleicht den Traktor laufen lassen? Na, die Gesobmaschine laufen noch, die bin ich nicht abgestellt. Oh mein, diese Mannsbrüder. So, und das Geschirr vom Mittag ist immer noch nicht abgeräumt. Pfeffi, so eine faule Person. Die Männer schöne Augen machen, das kannst du, aber Geschirr abräumen kannst du nicht. Pfeffi! Ja, brennst denn? Ja, dein Gesicht brennt gleich. 2 Stunden nach dem Essen steht immer noch das Geschirr am Tisch. Ja, tatsächlich. Hab ich jetzt rein vergessen. Also, naust du mit in die Küche. Aber Avanti, sonst wäre ich Granti. Avanti, sonst wäre ich Granti. Das brauchst du nicht werden, das bist du schon. Allare. Eva? Ja, was willst du? Bist du allein? Nein. Ja, ist doch sonst keiner da? Doch, du. Aha. Musstest du das Geschirr mit alle 2 hinhalten? Ja, freilich, sonst fällt es hinunter. Ausgezeichnet. Wienische Mahlzeit! Große Liebe, sehr schön. So, das also ist Hoff, wo hat gemalt, Griebe. Sehr interessant. Hallo? Ist niemand? Hallo? Hallo? Wer bläht denn da? Ach, der Micht wegen. Der kommt wegen meinem Traktor. Grüß Gott, der Herr, bitte schön, nehmen Sie Platz. Bauer Grundner? Ja, bin ich. Kommen ich wegen die Maler. Maler? Nein, nichts Maler, der ist noch prima. Ja, großartig, haben Sie es gelesen? Gelesen? Nein, der Zeitung. Natürlich in Zeitung. Ja. Freund Gutes. Freund? Ja, manchmal können die Maschinen schon zum Freund werden. Wenn wir den Karren direkt vom Herzen losreißen müssen, da. Was denken jetzt die Zahlen? Zahl? Ich? Natürlich. Ja. Für meine Freund. Ja. 20 Mark. Jetzt kriege ich wieder eine Herzinfektion.
Deswegen, ja. Sepp, komm, sitze nieder. Ja, Sepp. Also. Ja, Sepp. Also, wo soll ich jetzt erst hier rein? Nirgends. Den Ausländer, den sie da beschrieben hat, den habe ich gesehen. Wie ich gekommen bin, ist der in ein Auto eingestiegen, ist der Funk gefahren wie der Teufel. Den holt weder die Feuerwehr noch die Polizei ein. Ist das? Ich häng mich auf. Geht's was denn? Und außerdem nach Ihrer Schilderung haben Sie ja dem Mann die Bilder rechtmäßig geschenkt und haben somit gar keinen Anspruch mehr darauf. Schenke 24.000 ja. Mark. Ja. Da gibt's ein großes Rindviech wie ich bin. Nein. Naja, aber vielleicht findet sich doch noch was. Meinst du, Grüber hat nur die 8 Bilder hinterlassen? Du, wir müssen halt noch mal ganz gründlich nachschauen, gell? Ja, Alte, du bist der Gescheiter, wie du ausschaust. Gell? Ja, natürlich, da muss irgendein... Du gehst sofort nach in die Kammer von Grüber, schaust alle Kästen und Schubladen nach, ja, du gehst in die Küche und ins Schlafzimmer ja, und ich mach die Recherchen da erinnert, nicht wahr? Ja. Da hat er nämlich auch hier und da was reingelegt, wissen Sie? Ja? Ja, ja, wenn er da gerade... Da schauen Sie her. Da schauen Sie her, das ist schon eine Zeichnung von Grüber. Ja, wissen Sie, Herr Grunder, diese Farbstiftzeichnung verrät zwar viel Eifer ja. und auch einiges Talent, okay. aber der Urheber ist ohne alle Frage ein Kind. Na ja, vielleicht ist ein Jugendwerk von ihm, dann ist er noch wertvoller. Nein. Nicht? Das kann ich. Nein. Sie glauben nicht? Nein. Dann muss der Peterl vom Nachbarn zusammengeschmiert haben. Der malt nämlich auch hier und da bei uns. Ja, sehr begabt, der Peterl, aber ja. er ist halt noch kein Grüber. Ist noch kein Grüber. Nein. Ich hab was. Ja? Ich hab was. Das ist ja so eine Spinne, die Malerei. Schau. Moment. Mir fällt jetzt was ein. Mir fällt jetzt was ein. Das ist aber seine 3000 wert, Gens. Sie, Frau Grund, wir wollen uns nicht gegenseitig zum Narren halten. Das ist ja der Tuch, an dem der Maler die Finger und die Pinsel hingeschmiert hat, sonst nichts. So. Ja, aber die neumodischen Bilder schauen doch auch nicht anders aus. Aber die Bilder. Das ist ein echter Grüber. Das ist ja, ein echter. Wirklich? Ja, ja. Wenn er nicht völlig zerstört wäre, der wäre sogar sehr wertvoller, wäre er mit Löchern übersät. Oh. Kann man das nicht betiteln, das Sieb? Ja, ist jetzt wegen die Löcher nichts mehr wert. Da kriegt man nicht einmal einen Mark dafür. Okay, warum hast du Sepp? Warum hast du denn ausgerechnet das Bild da als Schützenschein hernehmen müssen? Ja, weil sich da die aufgehende Sonne so schön als Zwölfer geeignet hat, nicht? Denoreen, du steht eine Schande, du Potifar, du! Was zählst denn die Fee für rum, wenn wir Bilder suchen? Das ist ja selber sein Bild gewesen. Ein Grüber sei Gspusi. So hat sie sich hingestellt und er hat's noch abgemalt, ganz, ganz nackert. Ist ja gar nicht wahr. Nein, nicht. Steht bloß in der Zeitung drin. Geliebte steht drin. Ja, und Mutter steht... Kann man's bitte jetzt erzählen Sie uns einmal alles ganz offen, wie das war. Ja, mei. Das ist dumm gegangen. Das glaube ich, ja. Er hat halt seinen Krug hergeschwungen und dann hat's kracht auf ihrem Kopf, ja? Ja, jawohl. Na, endlich! Nicht endlich, auf einmal. Ich hab grad noch gedacht, auwe, jetzt ist er hin. Der Kopf? Nein, der Maskrug. So, das war Ihr erster Gedanke? Nein, mein letzter. Ich hab ja auch gewiss nichts dafür können. Sie, aha, köstlich, ja, das fehlt gerade noch, dass Sie der Schuldige wären, nicht? Ja, die Veronika ist schon im Stand und schreibt mir den Krug noch auf. Den Zeuster. Das ist Ruhe. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Zeuge. Jetzt möchte ich gern von Ihnen wissen, nachdem Sie diese Kopfverletzung bekommen haben, waren Sie da bettlägerig? Nein. Zuerst war ich unterm Tisch lägerig. Ja, natürlich, das klar, aber schauen Sie, dann hat man Sie aufgehoben oder auf den Stuhl gesetzt und hat Sie versorgt, nicht? Und dann hat man Sie nach Hause gebracht ja. und dann haben Sie aber doch das Bett hüten müssen, ne? Ja. Wie lang denn? Die ganze Nacht. Die ganze Nacht, nächst folgenden Tag nimmer. Ich bin immer bloß in der Nacht bettlägerig. Und dann habe ich in der Früh um 6 Uhr wieder aufs Feld müssen. Ja, Sie sind sicher ein fleißiger Mensch, ich glaub's Ihnen. Ne? Herz Hirngiebel, passen Sie auf. Ihre Ehefrau soll geäußert haben, sie wüsste ganz genau, dass der Angeklagte unschuldig ist, weil ihm der Maßkrug nur ausgerutscht ist. Das stimmt natürlich nicht, gell? Doch, das stimmt schon. Was, das stimmt? Das stimmt schon, dass das meine Mari gesagt hat, weil sie ja die Rosina wegen dem Bulldog herleihen gefragt hat. Ach, dann hätte sie das wieder besseres Wissen gesagt. Wissen?
erzählen Sie mir, woher will Ihre Frau, die ja gar nicht im Wirtshaus war, überhaupt wissen, wie sich das alles zugetragen hat? Hä? Von mir? Was, von Ihnen? Zirngiebel, Sie haben bei Ihrer Anzeige wörtlich erklärt, hat mir der Gollhofer seinen Maßkrug derart über den Schädel geschlagen, dass ich Sterne vor den Augen gesehen habe und bewusstlos unter den Tisch gefallen bin. Das schon, aber da habe ich ja noch nicht gewusst, dass er bloß ausgerutscht ist. Ja, woher wissen Sie denn jetzt? Von der Veronika. Ich habe mir's zwei Tage danach erklärt. Man möchte aus der Haut fahren. So, die Veronika, die hat's Ihnen erklärt. Und die Veronika, die weiß es von dem Fridolin. Und der Fridolin, der weiß es vom Gollhofer. Und Ihre Frau weiß es von Ihnen. Und Sie wissen es von der Veronika. Und die Veronika, die weiß es von diesem Dings da, von dem... Hier! Wie heißen Sie? Fridolin! Halten Sie den Mund! Das ist ja der reinste Zirkus hier. Der reinste Zirkus. Ja, aber vielleicht findet sich doch noch was. Meinst du, Grüber hat nur die 8 Bilder hinterlassen? Du, wir müssen halt noch mal ganz gründlich nachschauen, gell? Ja, Alte, du bist der Gescheiter, wie du ausschaust. Gell? Ja, natürlich, da muss irgendwo... Du gehst sofort nach in die Kammer von Grüber, schaust alle Kästen und Schubladen nach, ja, du gehst in die Küche und ins Schlafzimmer, ja, und ich mach dir recht, dass ich da erinnert, nicht wahr? Ja. Da hat er nämlich auch hier und da was reingelegt, wissen Sie? Ja? Ja, wenn er da gerade... Da schauen Sie her. Da, schauen Sie her, das ist schon eine Zeichnung von Grüber. Ja, wissen Sie, Herr Grunder, diese Farbstiftzeichnung verrät zwar viel Eifer und auch einiges Talent, aber der Urheber ist ohne alle Frage ein Kind. Naja, vielleicht ist ein Jugendwerk von ihm, dann ist er noch wertvoller. Nein. Nicht? Das kann ich. Nein. Sie glauben nicht? Nein. Dann muss der Peterl vom Nachbarn zusammengeschmiert haben. Der malt nämlich auch hier und da bei uns. Ja, sehr begabt, der Peterl, aber er ist halt noch kein Grüber. Ist noch kein Grüber. Nein. Ich hab was. Das ist ja so eine spinnerte Malerei. Schau. Moment. Mir fällt jetzt was ein. Das ist aber seine 3000 wert, gell? Sie, Frau Grundler, wollen uns nicht gegenseitig zum Narren halten. Das ist ja der Tuch, an dem der Maler die Finger und die Pinsel hingeschmiert hat, sonst nichts. So. Ja, aber die neumodischen Bilder schauen doch auch nicht anders aus. Aber die Bilder. Das ist ein echter Grüber. Das ist ein echter. Wirklich? Ja. Wenn er nicht völlig zerstört wäre, der wäre sogar sehr wertvoller, wäre er mit Löchern übersät. Oh. Kann man das nicht betiteln, das Sieb? Ja, ist jetzt wegen die Löcher nichts mehr wert. Da kriegt man nicht einmal einen Markt dafür. Okay, warum hast du Sepp? Warum hast du denn ausgerechnet das Bild da als Schützenschein hernehmen müssen? Ja, weil sich da die aufgehende Sonne so schön als Zwölfer geeignet hat, nicht? Genorell, und so steht eine Schande im Potifar, du! Hey, Toni, was zählst denn die Fee für rum, wenn wir Bilder suchen? Das ist ja selber sein Bild gewesen. Ein Grüber sei Gspusi. So hat sie sich hingestellt und er hat es noch abgemalt, ganz, ganz nachgeschaut. Ist ja gar nicht wahr. Nein, nee, steht bloß in der Zeitung drin. Geliebte steht drin. Ja, und Mutter steht drin. Und was tut der Mutter? Die tut waschen, kochen und putzen und alles zusammenhalten. Und das habe ich für den Grüber gemacht, weil er nämlich sonst bei euch verkommen und verhungert wäre, bei euch Geiz kriegen. Gegen das Mutterspiel habe ich ja nichts, aber gegen die Geliebte. Und überhaupt, wie kann er sich denn eine ehr- und tugendsame Jungfrau so malen lassen? Ja, so habe ich mich doch gar nicht malen lassen, sondern in der Küche draußen beim Kartoffelschälen. Und ohne Montur waren da nur die Kartoffeln. Ja, wer es glaubt, wird selig. Dann schaut doch das Bild an, ich hab's ja oben in meiner Kammer. Was? Sie haben ein Bild vom Grüber? Ja, warum? Für 3000 Mark. Ja, ich hab schon noch mehrere.